Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die Siedler. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der einfach mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgt und deswegen die Siedler ausgepackt hat. Und ja, die Siedler. Wer es nicht von euch kennt, ich werde es jetzt nicht großartig erklären. Ich meine, es sind die Siedler. Wer kennt die Siedler nicht? Wer die Siedler nicht kennt, sorry, Kindheit? Fragezeichen, Punkt, Ausrufezeichen? Nein, ja, Siedler kennt eigentlich jeder, wenn auch nur die neueren Teile wahrscheinlich von euch mehr. Anstatt die, ja, den alten Teil oder hier das, was ich hier eben gerade habe. Ich würde auch sagen, ich gucke mich gerade hier noch ein bisschen um, wohin ich meine Burg bauen will. Wir können ja einfach mal auf die Karte gucken. So, in dem Bereich hier. Beziehungsweise die Karte wiederholt sich ja, wenn man mal guckt. Eigentlich ist die nur so groß, ungefähr, wird aber immer aneinander gesetzt. Ja, Special Tactics hier. Da überall könnte ich... Lass mal an. Da überall könnte ich die Burg hinbauen. Wir müssen natürlich anfangen mit einer Burg. Und ich würde sagen, ja, setzen wir sie dorthin. Ja. Ich habe das schneller bauen klicken hier an. Jetzt aber. Dann kann man schön mit dem Doppelklick bauen. Finde ich schöner. Und ich liebe es einfach, gerade Wege zu machen oder vernünftige Wege. Gewöhnt euch da schon mal dran. Ich mach das hier auch nicht lange. Ich wollte einfach nur gucken und Retro. Es ist einfach Retro. Retro. Nein! Was habe ich denn jetzt hier hingebaut? Ich möchte hier gerne eine Holzfällerhütte gerne. Nein. Kann ich das hier nicht wieder abreißen? Oder ändern? Oder so? Ja, es fängt super an. Ich weiß jetzt nicht, was ich dorthin gebaut habe. Dann fangen wir einfach mal mit der Seite hier an. Dort so eine Holzfällerhütte hin. Muss natürlich verbunden werden. Ist aber scheiße verbunden. Weg abschneiden, wie war das denn nochmal? Ja, ich muss mich natürlich hier auch erstmal wieder reinfinden. Zack, Weg weg. Gut, rechte Maustaste gedrückt, halte linke Maustaste drücken. Warum ich mich hier reinfinden muss, ist denke ich mal ziemlich klar. Nee, das gefällt mir aber auch nicht. Nee, das gefällt mir alles nicht. Das reißen wir nochmal ab. Okay, mit der rechten Maustaste, mit der linken Maustaste dann drücken können wir
schauen, was wir dort hinsetzen wollten. So, das ist Abriss. Obwohl wir noch gar nichts hingestellt haben, können wir schon abreißen. So, wie bauen wir das denn jetzt am schönsten auf? Also erstmal so 2, 3 nach vorne und eine Fahne hin. Wo können wir denn hier die Fahne aufbauen? Okay, keine Fahne. Auch gut. Dann lassen wir das halt eben in der Fahne. Hinten müsste ich eigentlich eine Fahne bauen können. Oder kann ich nicht hinklicken? Oder? Moment, erstmal abwählen. So, Fahne gebaut. Das heißt, mein erstes Gebäude möchte ich... Wo möchte ich das denn hinsetzen? Erstmal hier gucken, wo können wir das überhaupt hinsetzen? Ja, das ist doch direkt passend. Hinten dran, Holzfällerlager. Beziehungsweise Holzfällerhütte. Zur Steuerung ist zu sagen, also erstmal, es ist ein Wunder, dass ich das zum Laufen gekriegt habe. Es hat lange gedauert. Ich werde jetzt auch nur die erste Mission machen. Just for the lulz. Insofern ich das überhaupt hinkriege, werden wir sehen, wie das läuft. Ich spiele das Ganze über DOSBox. Das einzustellen war schon eine schöne Arbeit gewesen, dass ich das dann auch aufnehmen kann gleichzeitig. Nämlich mit Fraps. Weil das integrierte Programm von DOSBox, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber das ist halt die persönliche Einstellung. Ja, nachdem ich das jetzt zum Laufen gebracht habe, sofort eigentlich rein. Nochmal kurz ins Handbuch reingeschaut. Irgendwo eine PDF zum Glück dafür gefunden, weil meins ist nicht mehr da. Ja, ne, sofort angeschmissen, also mit der rechten Maustaste. Und wenn wir dann die linke Maustaste drücken, das ist ein Spezialklick. Und ja, wir können hier anmachen, damit wir sehen, wo wir was bauen können. Es gibt eigentlich, bin ich sogar der Meinung, 3 unterschiedliche Arten von Bauen. Das könnte aber auch erst ab Siedler 2 gewesen sein. Wenn hier nur dieses Holzhaus-Symbol ist, dann können wir da nur kleine Sachen bauen. Wie zum Beispiel eine Wachhütte, eine Steinmetz, Holzfällerlager, den Förster oder den Angelmeister. Den Turm und... das Sägewerk. Das könnte ich mich jetzt aber auch irren. Aber wenn wir dann das Große haben, haben wir links unten einen Pfeil. Und da können wir viel, viel mehr bauen. Viel mehr, viel, viel, viel mehr. Eine Goldschmiede. Das hier ist das Sägewerk. Goldschmiede, den Schmied. Bäckerei, Fleischerei müsste es sein und noch irgendwas. Ich habe echt nicht alles im Kopf. Ne? Und also es gibt unendlich Möglichkeiten, was man hier alles bauen kann. Ihr seht es ja, drei Sachen, wo wir durchblättern können. Wir können eine Burg bauen, wir können einen etwas vergrößerten Turm bauen, Farmen, Getreidefarmen, normale Farmen und alles Mögliche. Und das wollen wir hier natürlich so ein bisschen ausschöpfen. Aber erstmal lassen wir den Förster arbeiten und ich bin so der Meinung, ein Förster reicht meistens nicht, deswegen bauen wir direkt noch einen zweiten. Wir können uns auch direkt mal umgucken, direkt mal umgucken in das Schloss selber rein. Nein, ich finde das noch. Gib mir eine Sekunde oder zwei. Nein, da sehen wir, was wir schon gebaut haben. Hier sehen wir, welche Sachen wir derzeit haben, welche Leute. Ganz normale Leute, Bevölkerungsdichte, sage ich jetzt einfach mal dazu, ist hoch. Dann gibt es Leute, die halt eben für die Baustellen zuständig sind. Dann gibt es Leute, die selber bauen. Dann gibt es Leute, die vorher noch die Höhe anpassen von dem Gelände, also das begradigen. Wir haben insgesamt 17 Stück zur Verfügung. Es gibt Geologen, Bäckermeister, Schmieder und so weiter und so fort. Und natürlich auch unterschiedliche Soldatentypen. Von, ja, stark bis zu wenig. Wir haben 136 Holzlatten zur Verfügung. Ganz normales Holz haben wir derzeit 7. Wir brauchen natürlich auch für die einzelnen Berufe und ähnliches entsprechendes Material. Wie zum Beispiel, damit der Angler angeln kann, braucht er eine Angel. Ne? Klingt komisch, ist aber so. Und ja, deswegen müssen wir hier natürlich gucken, wie wir das alles am besten handhaben. Ich glaube, es kam erst im zweiten Teil dazu, wo man entscheiden konnte, in welchem Bereich die einzelnen Leute unterwegs sein sollen.
Derzeit sind auch nur wir hier auf der Karte unterwegs. Ich hoffe, ich finde demnächst auch den Gegner. Ich hoffe, ich habe auch das richtige Spiel ausgewählt, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten seht ihr mich einfach nur ein bisschen handwerken. Na, wie ich mir das hier so schön aufbaue. Zum Beispiel könnten wir schon mal veranlassen, dass... Ja, gucken wir erstmal. Ja doch, an der Stelle hier... Nein, das war falsch. Ich möchte hier, nachdem es abgebrannt ist, ein Steinmetzen-Mob. Obwohl, Moment. Nein, hier ist er schöner. Hier wäre sinniger, hier müsste ich ein Steinmetzen haben. Meistens braucht man nicht nur ein Steinmetz, sondern zwei. Deswegen bauen wir hier Nummer 2 hin. Und verbinden die beiden schon mal miteinander. Wir brauchen aber auch noch ein Sägewerk. Was ich auch schon meinen Auftrag gebe. Ja, ich versuche natürlich immer schön zu bauen, sprich auch die Wege schön zu machen, aber das ist mir jetzt im gerade mal gründlich in die Hose. Obwohl, Moment. Weg nochmal cutten. Es ist mir nicht gründlich in die Hose gegangen. Hihi, ich hab's nochmal gerettet. Und wir brauchen natürlich ja einen gewissen Grundaufbau. Das heißt, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Holz und wir brauchen Steine. Nahrung sieht hier eben gerade am schlechtesten eigentlich aus. Aber, sagt der Bär, es gibt hier natürlich Wild. Wildes Wild. Da muss ich nochmal gucken, welcher von den ganzen Möppelscan, die ich hier aufbauen kann, das denn nochmal war. Oder ob es das im zweiten Teil erst gab. Nee, das gab es erst im zweiten Teil. Das heißt, wir brauchen Getreide. Getreidefarm mache ich meistens so 2 Stück. Natürlich, wie ich es ja auch schon gesagt habe, 2 Stück nebeneinander. Können wir auch schon mal verbinden untereinander. Aber zu einer Getreidefarm gehört natürlich dann noch ein wesentlicher Bestandteil, der da wäre eine Mühle. Denn ohne Mühle, ja, ist schlecht mit Getreide arbeiten, ne? Und wir brauchen dann natürlich noch jemanden, der das Ganze verarbeiten kann. Der braucht, glaube ich, aber auch noch ein größeres Gebäude. Ja, braucht er. Nämlich die Bäckerei. So, damit steht schon mal ein Grundaufbau. Aber, ihr seht es auch schon, ich habe das jetzt noch nicht miteinander verbunden, mit der einfachen Begründung, dass ich erstmal den Grundaufbau mache, sprich, das Sägewerk muss erstmal stehen, bevor ich hier sage, jo, du darfst, oder wir dürfen hier, oder ihr dürft da weitermachen. Der Vorteil ist natürlich davon, dass ich jetzt erstmal keinen Förster habe, dass hier so ein bisschen Platz geschaffen wird, wo ich natürlich dann demnächst auch anfangen möchte, ja, weiter mich auszubauen. Und wir genießen natürlich die geile Musik, die dabei ist. Ich finde sie einfach toll. Hier oben drüber baue ich jetzt nichts, denn hier wird das Getreide angepflanzt werden. Die bauen eigentlich immer so in einem Umkreis von sich selber Getreide an. Ich weiß aber schon, dass ich mich in die Richtung hier nach rechts unten dann ausweiten möchte mit einer Hütte. So, das verbinden wir auch schon mal. Ihr seht es auch, da wo ein X drauf ist, da muss es noch begradigt werden. Da wo das Fundament sozusagen drauf ist, da geht die Party schon ab. Was wichtig ist, sobald wie man irgendwann mal, geht eigentlich relativ zügig, finde ich persönlich, soweit ist, dass man wirklich weite Laufwege hätte, muss man Lager einrichten. Aber man muss vorsichtig sein. Also ich habe es mal bei einer Map geschafft, da habe ich wirklich 3/4 der Map für mich selber genutzt. Hätte nur noch den letzten Typen angreifen müssen. Es waren, glaube ich, 2 Gegner gewesen. Den einen hatte ich nämlich schon vernichtet. Und der zweite Gegner, den konnte ich nicht angreifen, weil ich einen Stau hatte. Und zwar auf allen Straßen. Ja, und Stau bedeutet gleich, es ist alles zum Erliegen gekommen. Eine Goldmünze konnte nicht transportiert werden, weil ich wollte die mit den Goldsoldaten angreifen. Beziehungsweise auch die Soldaten sind da nicht hingekommen mehr und das war ein bisschen ungünstig. Aber, naja, so welche Kleinigkeiten, die passieren nun mal, die gehören mit dazu.
Was ich etwas öfter auch machen werde, ist zu speichern, öfter mal. Ich nenne das Ganze jetzt mal ganz einfach Aufnahme. Denn, ja, vielleicht kennen einige von euch DOSBox. Ab und an neigt das dazu, auch mal abzustürzen. Ne, und ich liebe einfach die Siedler 1 und auch die Siedler 2. Meiner Meinung nach die besten Teile der Serie. Mit der einfachen Begründung, sie sind klasse. Sie sind einfach, sie haben einen Charme, den hat das, wurde später nie wieder erreicht. Zumindest meiner Meinung nach nicht. Na, alleine schon. Ja, das Spiel ist von 94. Und damals schon so eine Grafik. Solche Kleinigkeiten mit dabei, wie der Wind streicht über die Bäume. Die Menschen, die fragen sich, was mache ich hier eigentlich? Na, man muss auch aufpassen, wenn man Wege ziemlich lang gestaltet. Zwischen jedem Weg ist immer eine Person, die hin und her läuft und die Waren transportiert, von rechts nach links. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, mit der einfachen Begründung, dass wenn der Weg zu lang ist, es zu lange dauert. Dann unterteilt man den Weg lieber in 2-3 Unterabschnitte, dann hat man 2-3 Leute, aber das Transportieren geht damit bedeutend schneller. Ja, der Aufbau ist fast fertig, deswegen schließe ich dann jetzt schon mal meine Bäckerei an. Beziehungsweise meine Farm. Wobei, nein, werden wir nicht machen. Denn wir müssen uns vorerst noch um das Wichtige kümmern. Nämlich um Stein. So, der Weg ist zum Beispiel zu lang. Und jetzt habe ich hier genau da in der Mitte die Möglichkeit, eine Fahne zu setzen. Das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Und mit der Fahne sind wir glücklich, denn da wird dann noch ein zweiter Siedler mit gestartet, der losläuft. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Gut, wir haben 26 Siedler zur Verfügung. Ich denke mal, das sollte reichen. Ab Siedler 3 begann das dann, dass man zum Beispiel seine Hauptburg nicht mehr hatte. Das ging dann auch weiter in die Richtung, dass man nur noch ein Wachgebäude hatte, beziehungsweise ein Wachhaus, wo natürlich dann auch von aus gekämpft werden konnte, was natürlich den Vorteil hat, dass man kämpfen konnte. Und man hatte zur Verfügung gehabt, beziehungsweise ist dann dazugekommen, ein sogenanntes, ich sag jetzt mal, Einheitenlimit. Nämlich im Sinne von, wir müssen Häuser bauen, damit wir Leute dazu kriegen. Und die werden hier einfach normal oder automatisch generiert. Ich weiß nicht, ob ich es so weit spielen werde, dass wir hier auch schon Esel auf den Linien langlaufen lassen werden. Aber das werden wir dann sehen. Meine Frage ist eher, wie könnte ich hier nochmal entscheiden, dass hier eine Fahne hingebaut wird? Oder muss mich das... Nee, ich glaube, das muss ich von Hand auswählen. Du bist Angler, du bist Förster, du bist Holzhacker, du bist ja für die Steine zuständig. Das ist auch ziemlich klar, das auch. Aber das hier gibt es mich mir eben gerade nicht. Wir bauen es einfach mal just for the lulz auf, dann werde ich schon sehen. Oder? Moment. Ja, es steht leider nicht mit bei, was es ist. Ich habe auch nicht alles im Kopf. Und das Spiel, das kann einem tagelang beschäftigen. Minimum. Wenn nicht länger. Nein, ich möchte ja nichts aufbauen, aber danke der Nachfrage. Ich würde es eher schön finden, wenn ihr hier diesen... Wobei... Ja doch, hier könnten wir rein theoretisch nochmal... So, dann ist die Holzverarbeitung definitiv auf den Höhepunkt angekommen. So 2 bis 3 Holzfäller können ein Sägewerk sehr gut verausgaben. Ne, dass da gut gebaut drinne werden kann. Und wir verbinden natürlich das noch darunter. Oder untereinander. Und das war es auch an Verbindungsmöglichkeiten. Für diese Stelle hier hinter. Ne? Wenn das hier so schraffiert ist, heißt das, ne, da kannst du nichts bauen in die Richtung. Wir müssen nur gleich zusehen, dass wenn wir genug weggeholzt haben,
dass wir uns irgendwo ein Gebiet schaffen, wo unsere Holzfäller in Ruhe arbeiten können und wir aber auch Förster haben, die dann neuen Wald anpflanzen. Nur weil ohne Wald ist nicht so toll. Verständlicherweise, denke ich mal. Ist einfach schön. Ihr werdet mich die meiste Zeit so, ja, am Schwärmen haben. Es wird euch wahrscheinlich nach einer Zeit auf den Keks gehen, aber das ist mir persönlich egal. Genau, ich weiß wieder, was das hier ist. Es ist das Lager. Ja, das ist das Lager. Für die Zwischenlagerung. Erst in Teil 2 gab es Steinkreise. Oder war das vorher sogar noch? Es gab ja noch einen, oder? Also es ist so lange her alles. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Ich hoffe, ihr könnt mir das etwas verzeihen. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Dann kann ich es auch nicht ändern. So, die Hütten, die arbeiten schon gut. Der Holzfäller, der fällt sein Holz. Der hat seinen Spaß. Auch wenn er eben gerade gar kein Holz hat. Aber hier werden schon die ersten Holzlatten bereitgestellt, bereitgelegt. Dass ich mir jetzt einfach mal sage... Jupp, wir verbinden das Ganze. Jupp. Es gibt auch noch den VGA-Modus, den traue ich mich aber gerade nicht anzumachen, aus zwei Gründen. Erstens spiele ich das Spiel jetzt nicht im Vollbild, sondern im Fenstermodus. Weil im Vollbild das öfter auch passiert ist, dass es mir abgestürzt ist. Und zusätzlich dazu flackert die Maus. Und ich weiß nicht, wie das dann in der Aufnahme aussieht. Und eine flackernde Maus geht mir persönlich irgendwann nach einer Zeit auf den Zeiger. Und ich denke mal, das geht euch zum Teil nicht anders. Und ich kann es auch gut nachvollziehen. Ja, die beiden müssten mal gefällt werden. Dann würde ich da nämlich hier den Weg ziehen, hier den Förster hinsetzen. Und das müsste gefällt, der Baum müsste gefällt werden, dann könnte ich hier das Verbindungsstück ausbauen. Naja, gut Ding, wir Weile haben. Wobei, wir könnten eigentlich auch hier den Förster hinsetzen. Aber nö, ich möchte lieber da drüber. Ich möchte es gleichmäßig. Das muss schön aussehen. Erst damit schön ist, ist schön. Vorher nicht. Klingt logisch, oder? Aber irgendwie wundert mich das eben gerade, dass ich auch auf der... Ach doch, da haben wir ihn ja. Unser Gegner ist schon fleißig dabei. Und der hat verdammt viele Wege. Ich stehe auf sowas nicht persönlich. Ich baue das immer ein bisschen anders auf. Unser Gegner ist... rechts oben von uns. Das heißt, wir müssen natürlich hier zusehen, dass wir in die Richtung auch uns ausbreiten. Damit wir ihm entgegenarbeiten. Naja, wir warten jetzt erstmal ab, dass hier die Holz, die Wachhütte aufgebaut wird. Dann sind wir schon mal nach unten so ein bisschen. Und dann werde ich hier versuchen... Ja doch, wir arbeiten uns unten rundherum lang zu ihm. Ich weiß auch im Grunde nicht mehr, wie das mit den Angreifen war. Ich glaube, rechte Maustaste, linke Maustaste drauf und dann könnte ich angreifen. Und sonst muss ich das nochmal nachlesen. Ja, man sieht auch, das finde ich auch sehr, sehr schön... In dem Wachhaus zum Beispiel, da ist nur eine Person drin. In dem Wachhaus sind, entweder sind da mehrere drin oder es ist ein höherrangiger Offizier da drin, der dafür sorgt, dass natürlich man entweder mit mehreren Leuten angreifen muss oder man Probleme bekommt, wenn man selber angegriffen wird. Aber hey, das soll uns doch nicht weiter stören. Ah, das finde ich gut, dass du den wegräumst. Das sind diese Kleinheiten, die einfach das Spiel so, so toll machen. So schön. Na, einfach nur da sitzen und bewundern, wie sie das aufbauen, was ich ihnen sage. So, hier können wir schon mal vorbereiten. Nein, zurück. Jupp. Ich denke mal, eigentlich mit unseren Waren sieht das alles sehr gut aus derzeit. Oh ja, 123 Schwerter, 123 Schilde. Das heißt, wir können insgesamt 123 Leute zu Schwertmeister machen. Wir haben 120 Bretter noch zur Verfügung. Ja gut, ist auch das erste Level, da hat man ziemlich viel zur Verfügung, ne, was man nutzen kann.
So, aber was du da oben bist, weiß ich immer noch nicht. Bin ja jetzt mal gespannt, wenn das fertig gebaut ist und was da hingeliefert wird. Weil das sollte mir eigentlich einen Anhaltspunkt geben, damit ich weiß, was das ist. Und man sieht es auch schon, hier haben wir einen zentralen Platz, wo halt eben drauf gearbeitet wird. Und es kann immer, ja, es können mehrere Zwerge, mehrere Siedler auf einer Linie laufen, also auf einem Weg. Aber, ja, manchmal bleiben sie dann auch zwischendrin stehen, weil einer vor ihm ist, der ein bisschen länger braucht oder ein bisschen näher dran ist. Na, das ist, ja. Ja. Steckst du nicht drin, gehört mit dazu. Wichtig ist, dass wir hier gleich an den Berg rankommen. Denn ich hoffe, da werden wir, so wie er hier, Kohle finden und Gold. Denn mit Gold kann man, wie gesagt, die Siedler aufwerten, also die Wachen. Und eine goldene Wache, die, ja, schlägt auch mal 3-4 Siedler locker um. Also, ohne Probleme. Was wir noch machen könnten, wäre das hier noch zu verbinden. Perfekt ist es jetzt nicht aufgebaut, aber das geht schon. Das ist, ja, ist in Ordnung. Sieht schön aus. So, was machst du da jetzt? Hast du überhaupt was zu tun? Eben gerade irgendwie nicht. Vielleicht wurde auch was ausgelagert für ihn, was er jetzt noch nicht das erreicht hat. Ich bin gespannt. Falls die Fragen kommen sollten, wie ich das zum Laufen gebracht habe und ähnliches. Es gibt genug Tutorials, wo ihr selber auch gucken könnt, kann ich euch auch nur empfehlen. Denn, ich habe es irgendwie zum Laufen gebracht. Ich habe auch ein bisschen Glück, denke ich, mit dabei gehabt. Das ist auf jedem PC anders, auf jedem PC individuell. Und der da scheint Schreiner zu sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, inwiefern ich den brauche. Oder was er mir da jetzt baut. Ach, ist. Oder Bootmacher. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, Bootmacher zu haben, denn man kann auch über Seen bauen. Also Wege machen. Ich glaube, er ist Bootmacher. Kann das? Ja, es würde eigentlich gut passen. Das würde da reinpassen irgendwie, ja. Wir gucken einfach mal, wenn er fertig ist, dann sehe ich das, ja? Was bleibt mir auch anderes übrig? Wie sieht's mit unserer Wachhütte aus? Oh ja, die ist auch schon halb fertig, das ist gut. Vielleicht werde ich demnächst auch nochmal den zweiten Siedlerteil zeigen. Je nachdem, wie die Resonanz auf den Teil hier ist, denke ich mal. Weil Lust habe ich ihm gerade da doch ziemlich spontan drauf. Das macht einfach Laune. Ja, du hast genug Holz zur Verfügung zum Bauen, das ist klar. Wir haben ja auch genug. Ja, wir haben noch 111, also von daher. Ach, wunderbar, du hast den Weg dazwischen entfernt. Das ist sehr schön. Den Baum dazwischen entfernt. Oder Anno. Anno macht auch übelst viel Laune. Ich mag so welche Spieler. Jo, er ist Bootbauer. Das heißt, tut mir leid, aber dich kann ich derzeit hier gar nicht gebrauchen. Weil in unserer näheren Umgebung, ist eigentlich kein richtiger See, kein Fluss, sondern wäre erst da oben beim Roten. Und der Rote ist echt gut dabei, hier sich auszubreiten. Ich denke mal, das wird noch eine Wachhütte sein, damit er noch mehr Gebiet hat. Naja, ich gehe es immer etwas langsamer an, ist auch viel schöner. Hier bauen wir gar nichts hin. Lassen uns erstmal frei. Denn ich habe nämlich eine Idee, was ich daraus mache oder damit mache. Ich denke mal, ich werde hier noch eine Holzfällerhütte bauen und werde hier dann einen Förster hinsetzen.
werde hier unten die beiden Holzfällerhütten wieder beseitigen, damit ich wieder mehr Platz habe. Wobei der Förster sehr, sehr spät kommen wird. Da ich erstmal hier ein bisschen freie Fläche brauche. Das ist ja doch eben gerade alles ein bisschen gedrängt. Und die bauen fleißig ihre Steinchen ab. Hier oben, gut, genug Steine haben wir auf jeden Fall zur Verfügung. Holz haben wir sowieso. Die Hütte ist gleich fertig, das Wachhaus. Das freut mich. Ja, irgendwas weiter im gerade zu bauen wäre schwachsinnig. Ah, ist fertig. Und da ist der erste auf dem Weg. Und ja, wir haben eben gerade hier nichts vor. Deswegen, ne? Und hier sieht man es auch schon, der ganze Scheiß bleibt liegen, so lange bis abgeholt. Und das hatte ich halt eben bei mir in einem Level gehabt, da lag an jeder Straße voll, es konnte nichts abgegeben werden. Und ich habe das Spiel, glaube ich, 4 Stunden laufen lassen, also ich bin pennen gegangen, irgendwann aufgewacht und die waren immer noch kein Stückchen weiter. Es war einfach Stau, es ging nicht. Keine Ahnung warum. Naja, passiert. So, warum brauche ich überhaupt Nahrung? Ist ganz einfach zu erklären. Die Wachen, die sind eigentlich das, was am verschlingsten ist, mehr oder weniger. Die brauchen Nahrung, die brauchen Gold zum Aufwerten. Ja, und dementsprechend, ja, muss man dafür sorgen, dass die das auch haben, ne? So, einen Weg hier hoch und einen Geologen mal hinschicken. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Hooray! Dann werden wir hier die nächste Wachstube schon mal in Angriff nehmen. So, direkt mit der alten Wachstube verbinden. Und natürlich dazwischen, ich denke mal hier oben kann ich noch eine Fahne, ne, hier oben kann ich noch eine Fahne bauen, jop. 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 Damit es wieder schneller geht. Denn wir brauchen Gebiet, wir brauchen viel Platz. Und dann werde ich... Wie sieht denn das hier unten aus? An der Stelle denke ich mal ein Lager bauen. Wobei, nein, werde ich doch nicht. Nö, werde ich doch nicht, weil gefällt mir nicht. Muss ich hier eins tiefer setzen. Ich will es ja gerade ver... Na. So. Ich will es ja gerade verbinden. Und von hier aus, hier kann dann zwischengelagert werden. Das ist, denke ich mal, schon ganz sinnvoll. Und... Es brennt immer noch. Ah, abgebrochen. Ja. So. Ein Lager. Denn hier haben wir viel freie Fläche und die können wir dann nutzen für andere schöne Sachen. Wie zum Beispiel Rinderzucht, noch mehr Farmen und sowas alles. Ne, daneben oder hier in der Nähe werde ich dann, denke ich mal, genau hier in der Mitte noch 2-3 Holzfällerlager machen, damit hier das alles schnell abgesäbelt ist und dann wird hier voraus die Nahrung immer kommen. So, mein Geologe hat bisher noch nichts gefunden. Und wir haben ein neues Symbol auf der Karte, nämlich hier für die Minen. Es gibt Steinminen, Kohle, Erz und Gold. Und ich würde mich über alles freuen. Ich meine, das hier könnte man Stein abbauen. Aber ich glaube, es gibt auch richtige Steinzeichnungen. Also, ne, hier und so. Ihr wisst, was ich meine. Denke ich mal, hoffe ich. Keine Ahnung. Ihr seid mir zu komplex. Was wir natürlich noch machen könnten, wäre so... Von der Logik her. Einfach nur mal hier... ja, genau. Eine Fahne da mitten drin reinhauen. Verbinden. Nochmal einen Typen dazwischen machen. Denn damit haben wir den rechten Bereich doch etwas besser auch aufgebaut. Da geht jetzt nicht alles nur über eine Straße, sondern über zwei. Je nachdem, wie der Weg ist, beziehungsweise je nachdem, wie viel da gerade zu tun ist. Ja, Holzfäller sind gut mit dabei.
Mein Geologe hat was gefunden. Kohle. Mittel, würde ich sagen, ist das. Mittlere Kohle, könnte das sein? Ein Geologe hat Kohle gefunden. Jo. Was ist das? Jupp. So. Schicken wir nochmal 3 weitere Geologen los, damit das hier etwas schneller geht. Denn die Faustregel ist, je mehr Geologen man losschickt, desto schneller geht das Erkunden natürlich. Denn ein Geologe braucht verdammt lange. Ja, hier unten hat er Kohle gefunden. Das sieht sogar nach mehr Kohle aus. Aber leider steht da mein anderer Siedler drüber. Oh, jetzt hier. Ah. Er schmeißt das... Na. Das Weizen aus. Boah, jetzt habe ich aber echt wie einen Hänger gehabt. Und da wächst es auch schon. Und an der Stelle hier werde ich auch nochmal ein Wachhaus haben wollen. Damit wir den gleich schön von 2 Seiten, beziehungsweise ist der uns jetzt schon verdammt nah. Och, der hat Gold gefunden. Ja, der gibt richtig Gas, der hat auch schon Eisen. Aber seine Infrastruktur gefällt mir nicht. Das finde ich meine viel, viel schöner. Es steht schon alles. Wird schon überall gebaut. Und gemacht und getan. Also hier ist gut was los. So, die anderen Geologen sind endlich angekommen. So langsam. Ja, wenn wir hier das erste Zwischenlager haben, das wird dann aufgeteilt so ein bisschen die Ressourcen auch in die Lager. Damit man einfach auch ein bisschen schneller nach außen hin arbeiten kann. Und ich könnte mich so in die Musik reinlegen. Das ist einfach unglaublich schön. Ich denke, ich werde jetzt nochmal speichern. Und werde dann erst nochmal eine kurze Pause einlegen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder von Die Siedler. Ich bin euer Hell und 986. Bis dann. Tja, oder auch nicht. Doch, ich selber habe kurz eine Pause gemacht. Hab mir noch mal kurz Tabak geholt. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen außer Atem. Oh, wir haben neue Kohle. Noch mehr Kohle. Kohle. Wie jetzt jemand Bekanntes sagen würde. Darauf gehen wir jetzt nicht näher eingehen. Ja. Ne, es läuft einfach, es macht Laune, es ist einfach schön. Ne? Wir haben ja unsere Kornkreise, oh, wir haben was Neues. Ein Geologe hat Kohle gefunden. Unbelievable. Nur leider findet dem gerade die Kohle an den Stellen, wo ich nichts damit anfangen kann. Weil da kann ich nichts hinbauen. Ganz oben auf den Bergen kann man nie was hinbauen. Deswegen hoffe ich ja, oh, richtig viel Kohle. Da wird auch definitiv gleich eine Kohlefabrik gebaut, also ne, Kohlefabrik vor allem. Ein Kulist. Ein Choleriker. Hier nerven mich so ein bisschen die Baumstämme. Wow. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, die ich meinte mit der DOS-Box. Ah. Na komm, fängst du dich wieder? Jo. Ja, da sehe ich wieder. Oder auch nicht. Ja, wunderbar. Die erste halbe Stunde oder keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe, ohne Probleme. Und jetzt fängt er so an. Na, egal. Es sind halt eben, da muss man da manchmal durch. Mit so welchen kleinen Problemen. Die gehören dazu, zum Leben. Alter. Ja, hier, absoluter Stauschau. Stauschau auf Weg 1. Leider können wir Ihnen nicht berichten, warum hier so viel Stau ist, aber hier ist Stau. Oder so ähnlich. Ja, ihr seht es auch schon, die bauen immer um sich drum herum, also in einem bestimmten Feld, das Getreide an. Und dann natürlich auch wieder ab. Deswegen lasse ich den Bereich hier oben auch frei. Deswegen habe ich hier auch sofort die Wachbox, die Wachhütte hingemacht, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, da hinzubauen, sondern sich eher nach oben orientieren.
Wenn die Wachhütte hier fertig ist, dann hat er noch ein bisschen mehr Platz nach oben. Ich denke, das wird ihm auch zugute fallen und gut tun. Ich denke mal, wir werden hier in nächster Zeit keine weitere Holzhütte brauchen. Beziehungsweise keinen Förster. Da wir erstmal alles soweit vorbereiten wollen. Ja, du hast nochmal Kohle gefunden, aber leider ist das unten auf dem Weg. Also, eher weniger passend, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Ja, er hat auch schon Granit gefunden, also Steine. Baut auch schon seine erste Steinmine, wie es aussieht. Kohlemine hat er noch nicht. Wenn ich das richtig sehe, nein, hat er noch nicht. Er braucht erstmal Steine. Kann ihn nachvollziehen, ich brauche jede Menge Steine. Aber anscheinend nicht so viele wie er. Naja. Dafür habe ich mehr Holz für heute. Hoho. Ja, 123 konstant. Oder 120, sagen wir mal so konstant. Das ist schon in Ordnung. Selbst Juden hat er. Hat er Getreide angebaut. Und es wächst fleißig vor sich hin. Ah, ist das schön. Ist das schön oder ist das schön, Leute? Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit dann auch so ein bisschen überraschen. Er hat was gefunden. Was hast du denn diesmal? Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Ich bin so stolz auf dich, mein Ritter. Du bekommst direkt eine Ehrenposition in meiner persönlichen Leibgarde. Oder so ähnlich. Nee, nicht yo, sondern abreißen. Ich möchte hier die nächste Wachhütte bauen. Ich denke, hier unten werden wir auf jeden Fall noch ein oder zwei Weizenfarmen bauen und werden dann die oberen Weizenfarmen ersetzen mit Schweinefarmen, weil es einfach sinnvoller ist. Ne, Weizen ein bisschen außerhalb, dann haben die genug Platz und können auch noch in den nächsten 6 Jahren da bauen. So in etwa. So, dann wollen wir doch hier den Weg schnell verbinden. Ist hier zwischen eigentlich? Jo, hier zwischen kann man eine Fahne bauen, das ist sehr geil. Hier zwischen sowieso, das habe ich mir schon fast gedacht. So, hier bräuchte man nochmal eine Fahne. Wir haben zwar keine Fahne, aber wir wollen eine Fahne. Im späteren Verlauf, also im zweiten Teil, war ich, meine ich, war das auch schon so, da konnte man hier direkt sagen, wie viele Geologen dahin sollen. Oder mit mehreren Klicks. Nicht so wie jetzt, dass ich da jedes Mal auswählen muss, aber naja, naja. Ne? Ja. Und so. Ich denke, ihr versteht mich. Weswegen ich meine Hülsen auch erstmal runterschmeiße. Das wird gleich ein Spaß, die wieder aufzuräumen. Aber jetzt bin ich erstmal am Aufnehmen. So. Ja, Getreide kommt so langsam mal nach oben geschossen. Dieser eine Baum, ne? Du hast alle Bäume drumherum schon gefällt. Aber diesen einen, den ich gerne gefällt haben möchte, den übersiehst du die ganze Zeit hier. Finde ich sehr nett. Nicht. So, 2 Kohlewerke haben wir auf jeden Fall schon mal. Die werde ich aber noch nicht in Betrieb nehmen. Na, man muss auch immer so ein bisschen überlegen, nehme ich das jetzt in Betrieb oder noch nicht? Ich warte meistens erstmal bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit das einfach in Ruhe abläuft. So, gleich werden wir unsere erste Auseinandersetzung mehr oder weniger haben, beziehungsweise den ersten Gebietsdiebstahl veranlassen. Denn die Wachhütte ist fertig, sie muss nur noch besetzt werden. Ich denke mal, der Krieger ist auch schon unterwegs. Ich will jetzt aber auch nicht wegscrollen, denn ihr sollt das live miterleben, was dann hier passiert. Aber wir gucken trotzdem mal, wo der Krieger ist. Krieger! Ja, hier ist immer noch, hier ist schon wieder Stau. Ne? Ich denke mal dementsprechend, deswegen ist der Krieger auch noch nicht unterwegs. Weil die Hütte ist soweit, ja, die ist fertig. Man konnte auch noch, wenn ich mich nicht irre, genau, einstellen sollen die wo soll mehr besetzt werden, sollen immer sollen die Gebäude immer voll besetzt werden, ne? Nah natürlich immer voll bis gut,
Ne, wenn es ein bisschen weiter weg ist, gut bis mittel. Wenn es noch weiter weg ist, mittel bis schwach. Und wenn es ganz, ganz weit weg ist, schwach bis Minimum. Ich lasse diese Einstellung eigentlich auch immer. Ah, da ist der Ritter unterwegs. Da läuft er. Da ist er. Da. Weil es ist schon die sinnvollste Einstellung. Ne, alles, was so wirklich ganz weit weg von der Grenze ist, das muss jetzt nicht voll besetzt werden. Weil es verschlingt nur Ressourcen. Die Leute brauchen Essen, die Leute brauchen Münzen, die Leute brauchen dies, die Leute brauchen das und... Nee. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt und damit liegen die Grenzen genau aneinander. Ja, und an der Grenze, was macht man da natürlich? Weil man einfach ganz kacken dreist und baut ein großes Haus hin. Ich führe jetzt absichtlich den Weg hier rum. Mit der einfachen Begründung, dass ich vielleicht ja noch Glück habe. Und meine Geologen da irgendwie was gleich finden werden. Nein, da will ich nichts bauen, sondern möchte erstmal nur die Fahne setzen. Ich denke mal, wenn er hier Gold hat, dann wird es hier auch demnächst irgendwo hier Gold geben. So, mit einem Special-Click, also rechte Maustaste gedrückt halten, linke Maustaste drücken, können wir entscheiden, ihn anzugreifen, wenn wir was in der Nähe haben. Aber wir haben nichts in der Nähe, was bis dahin laufen könnte. Oh, wir haben Granit gefunden, sehr schön. Ist aber nur schwaches Vorkommen, also sucht mal bitte noch ein bisschen weiter. So, hier oben ist nochmal Stein entfernt worden. Deswegen werden wir jetzt hier schon mal nochmal ein bisschen vergrößern. Denn die Wege, Laufwege werden natürlich länger und dann ist es sinnvoller, die Hütten lieber umzubauen. Ey, dieser eine Baum steht immer noch, das ist unbelievable. Ne, wohlgemerkt drei Holzfäller diesen einen Baum aus reinem Trotz die ganze Zeit stehen lassen. Unglaublich. Nee, du warst doch nicht dafür da. Dann bist du für was anderes. Moment, ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wird ja gleich besetzt? Jo. Er ist der, der den besetzt wird. Gab es keine Lager? Ich bin doch nicht Brisi in der Bühne. Es gab doch noch Lager. Oder waren das hier die Lager? Das ist Schmied. Werkzeugherstellung. Schweinestall, Getreidefarm. Große, mittlere Burg, kleine Burg, große Burg. Es gab echt kein Lager. Das ist Fleischerei, sondern Waffenherstellung, glaube ich, müsste es dann sein. Bäckerei. Gold. Also Goldherstellung, Goldumarbeitung für Goldmünzen. Sägewerk. Rüstungsherstellung. Für Schilde. Jo. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht so ganz gerechnet. Das hatte ich auch ehrlich gesagt so nie im Kopf. Aber das ist gut zu wissen. Weil dann kommt hier einmal... abreißen. Dann kommt nämlich hier einmal die Getreidefarm hin. Eine. So, die wir auch schon verbunden haben. Dann kann die hier in dem Bereich nämlich alles ansiedeln. Dann kommt hier die andere Getreidefarm hin. Und dann werden gleich, nachdem die hier unten angelaufen sind, oben die abgerissen. Ja, man baut die so von der Logik her so auseinander und man baut auch nichts in die Nähe, bis auf den einen Weg zum Verbinden. Mit der einfachen Begründung, dass sie dann wirklich den gesamten Bereich um sich drumherum nutzen. Zumindest meine ich das so in Erinnerung zu haben. Na, unsere Herstellungskette haben wir eh. Die werde ich dann auch noch versuchen, nach da unten zu verlegen. Damit das hier nicht alles in der Nähe ist, nicht so nah. So, Geologen mal losschicken. Hier die Fahne können wir abreißen. Beziehungsweise den Weg dazwischen können wir schon mal cutten. Dann können wir auch die Fahne abreißen. So.
Ja, hier habt ihr überall Granit gefunden, das ist sehr gut. Muss man natürlich auch sehen, dass man das geschickt ansetzt, damit man hier möglichst viele Punkte hat, wo man abbauen kann. Na, dann können wir das hier eigentlich auch schon abreißen. Nein, den Weg weg, die Fahne weg. Ich denke mal, die Geologen werden hier auch nichts Neues entdecken jetzt. Sondern eher hier, in dem Bereich, hoffe ich. In welche Richtung breitest du dich denn aus? Nach rechts weiter, ne? Ja, das ist gut. Das ist sehr schön. So lobe ich mir das. Immer weg von mir. Das finde ich praktisch. Es irritiert mich nur eben gerade, dass man kein Lager hat. Oder ich bin einfach zu bräsig, um es zu finden. Na, ich bin ja mal gespannt auf eure Kommentare. Dann weiß ich auch, wo das Lager wieder ist. So schaut sie mir aus. Ich benutze euch einfach, damit ich weiß, wo das Lager ist. Man könnte natürlich... Aber nee, das möchte ich ja nicht. Ich möchte das ja lieber hier oben, weiter hier oben haben. Hier. Hierhin werde ich die Bäckerei bauen. Und wenn der Holzfäller fertig ist, dann wird daraus die Mühle gemacht. Oder? Nee. Ich bin ihm gerade so ein bisschen unentschlossen, merkt man vielleicht auch gar nicht. Ich möchte es ja vernünftig aufbauen und das ist immer die Schwierigkeit. Oh mein Gott! Nein! Dieses Sakrileg! Wie kannst du dich das wagen? Ausgerechnet diesen Baum zu fällen! Ja, da hat auch direkt das Spiel was gegen. Hat sich sofort beschwert, hat gesagt, mal, einer an der Wabbel oder was hier. Ja, euch beiden Holzfäller lasse ich, dich Holzfäller reiße ich ab. Und dich Holzfäller ebenfalls. Denn du wirst jetzt gleich umgebaut. So. Oh, wir haben Eisen. Ziemlich weit oben, ziemlich weit da, wo ich nichts bauen kann. Ihr seid echt klasse, Leute. Ihr seid meine Helden, meine persönlichen. Oh, noch eine Nachricht. Kohle. So, hier bauen wir unseren Förster hin. Ich würde hier am liebsten hier noch so ein Haus nebenbauen, beziehungsweise hier an der Stelle, aber geht leider nicht. Da fehlt uns der Platz zu, den wir uns aber einfach besorgen. So. Steht der Weg dazwischen. Das ist sehr schön. Jo. Dann heißt es warten, bis hier mal endlich so ein bisschen wieder aufgebaut wird. Wir haben ja doch schon einiges vorbereitet. Ich denke mal, hier in dem Bereich werde ich dann auch noch versuchen, die Produktionsstätten für Schmied und sowas unterzubringen. Es wundert mich jetzt echt, dass es hier kein Lager gab. Jetzt weiß ich auch, warum ich damals Stau hatte. Oder es gab es erst später. Boah, das ist ein reiches Kohlevorkommen. Das gefällt mir sogar besser als das hier unten. Deswegen werde ich das hier unten auch gar nicht erst umsetzen. Sondern werde die Produktionen davon hier hoch verlegen. Von diesen wichtigen Gütern. Auch wenn ich hier nicht wirklich Großes aufbauen kann. Ne? Coole Sache. Ja doch, kann ich ja doch. Die beiden Farmen kommen weg, dann kommen da die Sachen hin. Fertig. Ne, merkt schon. Immer wieder hin und her überlegen. So lange, bis es passt. Oh oh. Das wird doch keine Wachhütte werden, oder? Wehe, wenn doch. Ich hoffe, mein Haus da wird eher fertig. So, hier schon mal den Weg verbinden. Dass das auch gleich angefangen wird aufzubauen. Ja, und Ziel ist es natürlich,
den Gegner zu vernichten. Jetzt in der ersten Mission ist das natürlich noch einfach, aber später. Oh ja, später. Da dauert das auch mal eine Stunde, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gar nicht mehr, was die Uhren hier für eine Bewandtnis haben, aber ich glaube, man konnte das Spiel nicht schneller stellen. Wenn ich da Unwahrheit sage, dann, ja, ne? Sagt es mir. Das Schöne ist zum Teil, wenn das hier begradet, also ne, gerade gemacht wird, dass das auch andere Bereiche wieder so zusammenrückt, dass da eventuell sogar Bauplatz entstehen könnte. Das finde ich immer klasse. Wow. Wir haben ganz schön viel Getreide, habe ich das Gefühl. Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Getreide. Ach, der hat erst Stein da. Hier, guck dir das mal an. Steht schon halb. Kann man den Baufortschritt sehen? Ne, den kann man leider nicht sehen. Das ging nämlich bei Teil 2, das weiß ich noch. Also ich bin zwischen den beiden Teilen so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich kann euch schon mal versprechen, ich werde nicht alle 30 Level zeigen, ich werde nur das erste Level zeigen. Und eventuell wird es dann irgendwann mal das zweite Level geben, nach Lust und Laune, und dann das dritte Level und vielleicht auch irgendwann noch das 30. Level, keine Ahnung. Es wird kein... also ich werde es nicht komplett aufnehmen, mit der einfachen Begründung, ich habe gerade viel zu viel am Laufen. Ich will einfach nur, das ist so ein Zwischenteil, einfach mal dazwischen werfen, zeigen, guck mal hier, schön. Ihr findet ja auch hier, schön. Ja, und dann ist alles gut. Was habt ihr jetzt gefunden? Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Das freut mich, Herr Ritter. Ja, an der Stelle neues Wachhaus. So, einen geraden Weg darüber. Zeig mir mal bitte hier, da eine Fahne hin, dort eine Fahne hin. Na, also wir verbreiten uns hier dann doch schon so langsam ziemlich gut. Mal gucken. Ich könnte mit einem Soldaten angreifen, aber nein. Oh. Wärt ihr vielleicht so freundlich, das hier etwas schneller aufzubauen? Ansonsten baut der gleich sein Wachhaus auf. Und dann sind wir so ein bisschen in den Arsch gekniffen. Und das möchte ich doch nicht unbedingt haben. Weil die ganzen Ressourcen, die man dafür eingesetzt hat, sind dann natürlich auch futsch. So. Das erste Granitbergwerk will ich auch schon mal so langsam in Auftrag geben. Ah, sehr schön. Da unten ist gleich fertig. Das heißt, wir werden dich schon mal, nachdem du jetzt reingelaufen bist, abreißen. Oh, wie schade. Oh, der wird wirklich eher noch fertig. Pack's nicht. Nur weil ich unbedingt eine Burg da haben wollte. Was ist los? Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Das gefällt mir. Denn dadurch kann ich nämlich noch einen Holzfäller bauen. Und direkt daneben... Nein. Oder doch, an der Stelle nochmal ein Förster. So, dann haben wir zwei Förster auf drei Holzfällerlager. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich würde jetzt schon am liebsten angreifen, die Hütte, aber es geht nicht. Erst dann, wenn der Möppel da ist und der Möppel. Ärgert mich das, ey. Werden wir hier direkt zurückgeworfen? Ich denke mal, bis hierhin wird abgeschnitten. Und dann werde ich aber. Dann werde ich grantig. Dann werde ich aber offensiv vorgehen. Das glaubt man. Das glaubt man, mein Junge. Das glaubt man. Wann wird hier Party sein? So nicht. Ja, da ist es nämlich passiert. Was ich geahnt habe. Durch diesen neuen feindliches Gebäude haben sie Land verloren.
Dieses feindliche Gebäude wird jetzt angegriffen. Durch zwei Siedler. Es wäre so schön gewesen, hätte ich da das Große gehabt, weil da hätte ich viel, viel mehr angreifen können mit. Ist jetzt schon wieder los? Sie wollten an dieser Stelle gerufen werden. Wollte ich? Was? Nein. Was erzählst du? Der Lügner hat voll. Nee, ich kann hier aber auch nirgendwo ein zweites großes Gebäude stellen. Jetzt würde ich das ja nochmal machen, aber geht ja nicht. Ja, verbinden wir den Weg damit zumal. Zumindest. Naja, wenn wir das Gebäude einnehmen, dann kann ich ja hier unten meine Ritter. Mein Rittergebäude nochmal aufbauen. Gib ihm! Gib ihm! Nein, nicht treffen lassen! Du musst ihn treffen! Oh nein! Ja. Du Noob! Direkt der nächste. Welle um Welle werden wir jetzt angreifen. Solange bis er freiwillig aufgibt. Wenn er nicht aufgeben will, dann zwingen wir ihn dazu aufzugeben. Sie. Das ist ja eine weibliche. Ah, das ist sehr schön. Hier könnte man noch eine Mühle hinbauen. Weil hier ist eh Stein im Weg. Können wir es hier unten auch? Jo, dann hat jeder nochmal so seine eigene Mühle. Das ist gut. Das finde ich fair. Müssen wir irgendwo zusehen, dass wir dann hier zwischen... Ja, die Bäckerei ist nämlich ziemlich weit weg. Und ich mag das nicht, wenn das so ewig weit ist. Weil dann muss es ja auch... Es muss ja transportiert werden. Aber wir können ja mal gucken. Wenn wir hier zwischen den Weg abschneiden... Ne. Sind auch nur kleine Gebäude. Also... War es totaler Mumpitz. Dass wir euch da jetzt von der Arbeit abgehalten haben. Gut, in der Richtung versucht sie aber nichts weiter. Ah, da steht er schon bereit und wartet darauf. Ich glaube, der hat den ersten auch schon besiegt. So, direkt weiter angreifen, den nächsten losschicken. Na, hier ist auf Halbmast runtergegangen. Ist kurz vor Ende. Muss nur noch gewinnen. Schaff's das! Komm! Ich guck auch nicht hin. Ach, verdammt, Axt. Ich hatte mehr von dir erhofft. Nummer 2 kann dann jetzt auch weg. Denn hier unten stehen beide. Ne, ihr merkt schon, ich verlagere das immer so ein bisschen. Aber das ist einfach nur sinnvoll. Ne, das Getreide hier, das wird eh gleich entfernt, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ne, das hier, da wird es auch schon grün und schlecht und madig und blöd. Das will dann keiner mehr haben. Ja, ja, gib ihm, gib ihm. Nein, nochmal. Na, schlecht, nochmal. Ja, sehr schön. Und nochmal ins Gesicht. Ah, nicht treffen lassen. Och, Mann, no, ey. Ihr sollt ihn doch nur erledigen. Mehr sollt ihr auch gar nicht machen. Das schafft ihr, ich weiß das. Da läuft der nächste los. Und dich hier könnte ich... Ne, ist definitiv zu weit weg. Müssen wir ja laufen, müssen wir sie ja bewegen. Ist ja eklig. Geht ja gar nicht. Aber wir könnten mal gucken. Denn wir bräuchten eventuell für die Menge an Holz, die wir hier produzieren, noch ein zweites Sägewerk. 3, 4 Holzfäller. Ne, 3. Das sind 3 Holzfäller. Machen wir 4 draus. Gucken wir mal. Ich denke mal, das müsste eigentlich hinhauen. Dass wir hier noch ein großes Gebäude hinsetzen dürfen, vielleicht. Der Platz sollte reichen. Ne, das war, ja, Produktionsstraße. Ne, das war... Hier oben wird Holz produziert, hier unten wird es dann verarbeitet. Ist trotzdem nur ein kleines Gebäude. Hm.
Da kann ich doch bestimmt irgendwie ein bisschen besser haushalten. Dass ich den Platz besser nutze. Ich denke mal, hier zwischen der Weg weg. Hier zwischen der Weg weg. Die Fahne kann auch weg. Das sind nur kleine Gebäude, die wir... Ah, sieh mal einer, guck. Da tauchen ja die großen Gebäude mit einmal auf. So, hier ein Sägewerk. Und... Ja, hier wäre eigentlich am schönsten, aber das geht ja leider nicht. Warum war da das zweite? Was? Sägewerk sollte es eigentlich... Oh. Ja, das ist... Manchmal bin ich einfach zu hebelig. Oh. Wobei, hier oben wäre das natürlich am genialsten, weil es würde einfach reinpassen. Moment, da sehe ich eben gerade was. Na klar, mach mal einfach so. So, zwei Sägewerke auch nebeneinander. Miteinander verbunden. Hier zwischen reingebunden. Ein Weg, sie alle zu verbinden. Haha. Dann können wir das hier unten mir auch wieder wegmachen. Oh. Wie schade. So, Holzfälle, Holzfällehütte sei jetzt schon. Wachhütte ist auch wieder verbunden, sehr viel Platz. Ne, die Förster können gut arbeiten. Uns alles auch schön miteinander, untereinander verehelicht. Und kann seinen Spaß haben. Ja, da unten bringt mir natürlich die Fahne richtig viel. Sie sollte eher dazwischen. Warum habe ich denn das hier immer noch nicht eingenommen, hm? Ich dachte mal, mittlerweile hätte er das gepackt. Ja, jetzt kommt Conan der Baba. Also spätestens jetzt haut er hin, das Ganze. Wehe, wenn nicht. Werde ich aber böse hier. wir müssen uns auf jeden Fall gleich in diese Richtung dort oben weiterentwickeln. Stellen wir dort das Wachhaus hin. So. Weil wir dort oben dann neue Steinmetze brauchen. Die sind hier so langsam out of range. Dafür. Die sind zu weit weg. Und die ja zum Teil auch faul sind und nicht so weit laufen wollen. Oh, ich habe vor 30 Minuten das letzte Mal gespielt. Alter Vater, es geht aber auch zügig. Ich denke mal, ich werde das hier auch so irgendwo ein bisschen speichern. Ich weiß es noch nicht. Lass dich einfach überraschen. Hier, boah, das läuft, das finde ich schön. I like it. Nur hier unten, das dauert ein bisschen länger. Ja gut, je weiter es weg ist, ne, desto länger dauert es natürlich auch, bis da die Leute dementsprechend da sind. Oh, kriegt ihr jetzt bitte diesen einen Typen da, ne, mittlerweile sind auch wieder zwei Typen da drin, ne, mal weggeboxt. Kommen wir mal hier, noch eine zweite Wachhütte, die wird ebenfalls gleich gut besetzt. Aber dann, ne, aber dann. Dann geht's hier los. So, Kohle wird gefördert. Ich baue jetzt hier trotz alledem die Schweinefarmen auf. So, Schweinefarmen stehen. Dann bräuchten wir noch, genau, jo, da passt das eigentlich ganz gut hin. Den Metzger. Der sich ein Schnitzel darüber abfreut, dass er Metzger nervt. Boah, war der flach. Ah, egal. So, schaffst das jetzt. Ich, dein König, schau dir dazu. Sehr schön. Oh, ist der letzte seiner Art. Jetzt aber. Komm, du schaffst das. Gib ihm ins Gesicht. Nein, nicht du sollst mir ins Gesicht geben, sondern andersrum. Jetzt aber. Ah. Verdammte Axt! Es ist nur noch der eine, der da drinnen sitzt. Ich meine, ich habe eh genug zur Verfügung. Wie sieht's aus, ressourcentechnisch? 68 darf ich noch, ja, haut hin.
Da wird natürlich ein bisschen anders umgerechnet. Also ein so ein Typ hat, glaube ich, zwei... Braucht mehrere Schwerter oder so. Ich bin mir aber unsicher, wie das nochmal genau lief. Wie die Umrechnung dafür war. Und das wird ihm richtig wehtun, wenn wir das haben. Weil seine Holzfällerhütte ist dann weg. Seine Angelhütte ist weg. Der Weg ist unterbrochen. Oh, das wird wehtun. Während er hier schon fleißig auch Kohle am Fördern ist. Naja, da unten die Wachhütte entsteht ja auch so langsam. Und die erste Getreidemühle ist auch schon fertig. Das ist sehr schön. Also normalerweise baue ich das auch alles ein bisschen anders auf. Da habe ich einen Hauptstrang. Und von da aus gehen dann nach links und rechts die jeweiligen Sachen beiseite, so wie ich das gerne hätte. Nach Möglichkeit, wenn das möglich ist. Ne? Zwischendurch ist es nicht möglich, wie jetzt zum Beispiel hier. Aber hier sieht man es ja auch schon, ne, wie ich es aufgebaut habe. Wir haben unsere Holzfäller, wir haben unsere Säge. Alles in einem Bereich, alles miteinander verbunden. Alles auf einem Weg. Und wenn das Sägewerk hier oben auch steht, beziehungsweise die beiden Sägewerke, dann können wir hier das Sägewerk auch abreißen, haben wir da einen großen Bauplatz zur Verfügung. Nur normalerweise baue ich das so in etwa auf, wo kann ich das am besten zeigen, hier. Eine Fahne hin. In die Richtung, sagen wir jetzt mal, ein gerader Weg. So, hier soll noch mal, ach, ich weiß immer noch nicht, wie man hier zum Schluss eine Fahne hinsetzt, ohne dass man sie vorher hinsetzt. So, dann würde jetzt von hier aus, hör doch auf, den Weg mir da anzuzeigen, hier diese Fahne sein, so, dann würde ich nach links bauen und daran würde dann eine Produktionskette hängen, auf der anderen Seite die andere Produktionskette, ne, und dann würde das alles in eine Richtung laufen, aber das kann ich hier leider im Kanon nicht verwirklichen, so wie ich das gerne hätte. Deswegen sagen wir jo und reißen die Fahne auch wieder ab. Ah, sehr schön. Die zweite Wachhütte ist fertig. Das heißt, wir können dann auch gleich zwei Leute da einmal hochschicken. Und dann ist aber... Dann ist Party angesagt. Oh, nee, du brauchst hier oben nicht eine Wachhütte hin. Das glaub mal, das machst du definitiv nicht. Jetzt so langsam wird das dreist. Ja, hier will er auch noch eine bauen. Das war wahrscheinlich auch noch bei meinem Glück. Zwei Wachhütten. Damit er hier alles zur Verfügung hat. Oh, hier unten sind ja jede Menge Steine. Das sehe ich ja jetzt erst. Das werden wir nachher noch für uns nutzen. So, Minen funktionieren einfach. Wenn sie was zu essen haben, arbeiten sie. Wenn sie nichts zu essen haben, arbeiten sie nicht. Deswegen muss man immer dafür sorgen, dass die natürlich auch was zu essen haben. Der letzte wehrt sich aber auch, ne? Das ist unglaublich. So, die Wachhütte wurde besetzt. Man sieht es auch schon, wir haben ein bisschen Gebiet geklaut und da oben die Wachhütte abgerissen. So muss das. Dadurch können wir nämlich hier unten den Weg wieder abreißen, können... Nochmal versuchen, unsere Burg aufzubauen, weil ich lieber da eine Burg haben möchte. Das gefällt mir einfach besser. Alleine schon, dann wird hier ein riesengroßer Bereich rausgeschnitten. Und wir können mit viel, viel mehr Leuten angreifen, als wir jetzt eben gerade haben. Eben gerade ist nur einer, weil hier eben gerade auch immer, ja, nachgeschickt wird. Da das Gelände natürlich uneben ist, brauchen sie auch ihre Zeit, bis sie mal da sind. Oh, das wird gleich toll. Das wird gleich toll. Da wird er sich ärgern. Haha. Boah, guckt euch das an, ey. Wie viel Mais, ne? Deswegen lasse ich das immer so. Das ganze Gebiet. Jetzt stell mal vor, da hätte ich noch irgendwo was gebaut. Nee. Bin nur froh, dass der Holzfäller hier noch arbeitet, hoffe ich. Arbeitest du noch? Oh, was ist los?
Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Yay, damit sind wir wieder an der Steinader dran. Das heißt, wir brauchen... Zwei sollten erstmal reichen. So, schon mal miteinander verbinden. Und an der Stelle kommt Nummer 3. So. Können wir euch da unten, wenn die hier stehen, wegreißen. Haben wir wieder Leutchen zur Verfügung. Wieder jede Menge Platz. Ach, sehr schön. Und hier ist ein Treiben, ein wuseliges Treiben. Das ist einfach klasse. Was ist los, was ist los, was ist los? Sie haben einen Sieg errungen. Yay! Ich habe ein neues Gebäude. Gemobst. Zwei Fahnen dazwischen. Da freue ich mir. Er sich wahrscheinlich weniger. Das ist doch schön gelaufen. So muss das sein. An der Stelle möchte ich gerne eine Fischerhütte. Was? Moment, ist es die Stelle? Ja, wir nehmen jetzt die... Nein, wir nehmen die Stelle nicht. Nein. I don't like it. Weg wegschneiden. Fahne wegschneiden. An der Stelle schon mal Fahne setzen. Weg bauen. Und warten, bis es fertig gebrannt hat. So, hier möchten wir einen haben und hier möchten wir den zweiten. So. Dann haben wir nämlich zwei Leute, die hier auch mit Booten unterwegs sind. Das ist immer sehr schön. Und wenn gleich hier... Moment, jetzt müsste ich doch ein... Oh, mit 3 Stück Attacke! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt und dadurch ein altes Gebäude von ihm zum Brennen gebracht. Das ist sehr schön. So lobe ich mir das, meine Kleinen. Eisen. Hier gibt's Eisen. Das brauchen wir auch gleich. So. Verbunden. Nur eine Fahne dazwischen. Nicht jeder kann so eine Fahne wie ich haben. Der dann bisch. So. Mal hier zwischen. Und da laufen sie. Da laufen sie. Und da stellen sie sich gleich an. Oh, wenn ich ihn das wegreiße, der wird sich ärgern. Das ist böse. Das ist richtig mies. Da freue ich mir. Was ist los? Lass mich raten, ich habe Land verloren? Ja, natürlich habe ich Land verloren, weil er das jetzt hier endlich besetzt hat, das Gebäude. Ist aber auch gar nicht weiter schlimm. Denn wir greifen von hier aus gar nicht an. Das interessiert mich gar nicht. Wir haben oben erstmal unsere Steine, die wir abbauen können. Das reicht. Das ist auch gut so. Wir müssen ja auch zusehen, dass wir alles andere am Laufen kriegen. Das haben wir aber soweit auch. Meine Holzfällerlager, meine Sägewerke sind alle fertig. Deswegen können wir das hier wegreißen. Nein, das passt schon. Das passt schon. So habe ich das gerne. Vielleicht noch einen zweiten Förster. Ja, komm, einen Förster können wir hier noch hinsetzen. Zur Vorsicht. Lieber einen mehr als einen zu wenig. Im Nachhinein. Na, weil es sieht hier ja doch ziemlich mau aus. Und gerade mit Holz. Würde ich mal so sagen. So, da wird immer noch gekämpft. Wir schicken wir schon mal den nächsten hin. Ja, da laufen sie wieder rein, denken sich, ja, haben wir fertig gekämpft, aber nein, da steht noch einer. Und der gibt dir jetzt ins Gesicht, der ist frisch und munter. Kein Treffer mehr. Ach, Mann. Ich habe ihm gerade noch gesagt, du gibst ihm ins Gesicht, ne? Aber nein, da kriegst du lieber ins Gesicht. Naja. Wart ab.
Oh. Oh, was sehe ich denn hier Schönes? Ein Holzfällerlager, zwei Holzfällerlager. Mit der Straße noch verbinden. So. Na, hier wieder riesengroßen Bereich schaffen. Oh, da werden sie sich freuen. Da können sie arbeiten, wie die Besenken. Na, meine Schweinefarm laufen. Schweine brauchen natürlich Getreide zum Essen. Das heißt, ich brauche demnächst noch eine dritte Getreidefarm, weil zwei Getreidefarmen sind für eine Bäckerei circa gut. Drei Getreidefarmen können, oder vier, können dann auch zwei Schweinefarmen eigentlich relativ gut beherbergen bzw. befeuern. So, mit 5 darf ich mittlerweile angreifen? Ne, mit einem will ich nicht. Ich will mit, wenn dann wieder mit 2. Nun, die seid ja schon unterwegs, jetzt sehe ich ja. Na, die Förster haben ihren Spaß. Die Holzfäller sowieso. Ach, ich habe ja 4 Holzfäller und nur einen Förster. Ist auch kein Wunder, wenn hier so wenig ist. 4 Holzfäller braucht man schon, so seine 2, 3. Nein, da oben möchte ich nichts bauen. Na. Interessanterweise kann ich genau an der Stelle nichts bauen. Ach, ich sehe ja schon wegen dem Weg, den ich da außen rum gebaut habe. Na egal. Na, vielleicht braucht man auch nur 3 Getreide, die dafür zuständig sind. Ich meine, wenn die so perfekt liegen, da reichen auch 3. Hier könnten wir unser drittes hinbauen. Direkt daneben natürlich die Mühle. In die Richtung. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, ganz praktisch. Der wird dann hier in den unteren Bereich ziemlich viel anbauen können. Ja, da haben wir hier unten unser Produktionslager. So mag ich das. So muss das sein. So gefällt mir das. Unser Holzfäller hat hier eh nichts mehr zu tun. Das heißt, du kannst weg. Und auch der Weg kann dafür weg. Weil ist ja Blödsinn. Ein Weg, den wir nicht gebrauchen können. Weg damit. Und meine Burg ist zu einem Viertel fertig. Circa? Ja. Circa. Hier oben die Steinmetze sind auch schon da. Die fangen jetzt auch so langsam an zu arbeiten. Das heißt, euch drei machen wir arbeitslos. Ihr kriegt da oben den neuen Standort. Und um auch Siedler frei zu kriegen oder frei zu halten, reißen wir dazwischen die Wege weg. So. Wo machen wir denn als nächstes noch was schön? Naja, wir warten erstmal. Muss ja auch mal alles hier aufgebaut werden, so nach und nach. Ne? Ne, meine Eisenbiene hier ist auch noch nicht aufgebaut. Die sammeln noch nichts. Wie sieht's aus mit unseren Warenbeständen? Oh, eigentlich noch sehr gut. Ja. Ja. Doch, sehr gut. Ist annehmbar. So, wollen wir nochmal gucken, ob wir das jetzt übernommen kriegen mit 3 Kriegern. Sollte das auch womöglich sein, auch wenn einer etwas schwach auf der Brust ist. Weil halt eben nur noch die Ressourcen für die etwas Schwacheren da sind. Aber so kartentechnisch sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Und wir können uns hier noch anzeigen lassen, dass wir unser Gebiet besser sehen. Oder ganz gut sehen. Ist eigentlich meine bevorzugte Karte, wenn ich ehrlich bin. Die Wege anzeigen lassen. Man sieht schon bei mir total ordentlich, bei ihm, boah, Kuddelmuddel. Häuser an- und ausblenden, wie die Map aufgeteilt ist. Und ob wir näher dran sein wollen oder weiter weg. Aber wir wollen natürlich den Kampf sehen. Den wir jetzt gnadenlos gewinnen werden. Ist doch klar. Es stehen 3 Leute. Beziehungsweise der dritte ist noch unterwegs. Einer von denen wird den doch jetzt wohl umhauen können. Also, ne? Strengt euch mal an, meine Kleinen.
Na, verkackt. Der hat sich schon, ja, sag ich ja, der hat sich schon dreimal vorher treffen lassen. War irgendwie klar, dass das nicht hinhaut. Naja, so halten wir ihn so ein bisschen auf Trab. Das ist gut. Ach, ne, oder? Ja, doch. Ja, sehr schön. Ah, nein. Ja, komm, noch ein Treffer. Ja! Und da brutzelt es wieder vor sich hin. Ach, ist das herrlich, ist das schön. Sie haben einen Sieg errungen. Nicht nur einen, nicht nur einen. Wart ab. Das wären noch mehr. So einen halbwegs vernünftigen Weg dahin bauen. Zwischen auf jeden Fall wieder Fahnen bauen. Ne, da haben wir ihm einfach mal so ein bisschen Kohle weggenommen. Haha, so muss das. So gefällt mir das, so lobe ich mir das. Und wenn gleich das Haus da steht, da können wir auch schon Richtung, großes Gebäude. Ja, einer ist am Pennen. Ne, den Penner schicken wir ja nicht hin. Aber hier können wir wieder... Ne, da ist auch wieder so ein Schwacher mit bei dem... Ne, das ist doof. Oder? Das wäre ein derber Schlag ins Gesicht. Wäre richtig, richtig böse, wenn wir das Gebäude kriegen. Na komm. Wir versuchen es einfach mal. Drei Leute machen sich auf den Weg. Alle drei von da oben. Eins, zwei... Drei, denke ich mal, weil das war eine Wachhaus, ist ja derzeit nur mit einem besetzt. Ne, und von hier aus wird wahrscheinlich der etwas schläfrige Typ kommen. Ne, der etwas ruhigere, könnte man dazu sagen. So, die zweite Försterei kommt so langsam hinterher oder wird ihm gerade aufgebaut, das ist gut. Steinmetze stehen schon wieder zwei von drei, das ist auch klasse. Ja, Fischfarm. Fisch läuft noch nicht so wirklich, aber kommt noch. Ja, die wollen ja auch ein bisschen Abwechslung haben hier. Nicht nur immer Brot essen, sondern auch mal ein bisschen Fisch dazu. Kennt man ja, möchte man ja auch selber haben. Was ich klasse fand, ich habe nämlich ja das Handbuch nochmal durchgelesen. Das Handbuch ist für PC sowie für die Amiga-Version von dem Spiel. Finde ich schön. Ja, aber ihr wisst, ich bin ja sowieso ein bisschen verrückt. Der verliert im Übrigen, oder? Ja, er hat wirklich verloren. Also er, nicht ich. Ich habe ja nicht gesagt, wer genau. Oh, das war ein Schlag ins Gesicht. Guckt euch das mal an. Hier unten. Tja, neue Wachhütte. Mal so nebenbei weggerissen. Ne? Hier neue Wege und sowas bauen. Dafür muss er jetzt erstmal hier einen neuen Weg schaffen. Aber ich denke, da werde ich dann auch gleich was gegen unternehmen. So, verbinden wir die Hütten wieder miteinander? Oh, Rup. Sie haben einen Sieg errungen. Jo, das wusste ich schon. Nun, wenn ich dieses Gebäude noch kriege... Ja, die zwei Schläfer schicke ich schon mal hin. Tja, dann ist hier unten Schicht im Schacht und tote Hose. Ist vorbei, nada, nichts mehr geht dann mehr in dem Bereich. Ja, und dann ist, da ist Paddy dann. Ja, dann hat er nur noch das, was er hier oben hat. Gut, da sind auch noch ein paar Hauptproduktionsgebäude mit dabei, wie ich gerade sehe. Ja, also sein Essen kommt daher. Aber das wird ihn nicht lange halten, das wird ihn nicht lange schützen. Ich meine, ich habe den Berg. Den sau wichtigen Berg, wenn man guckt, hier so Kohle. Kohle ohne Ende. Gold war ja auch irgendwo hier, glaube ich, gewesen an der Stelle. Wenn ich nicht irre. Ne, ist schon ziemlich gut. Und das, was meine Maus gerade macht, bedeutet leer. Aber ich bin vorbereitet mittlerweile. Ich kaufe ja immer so gerne die Achterpacks von den kleinen Batterien. Und bei so einem ruhigen Spiel... Da kann man sich sogar richtig Zeit mitlassen. Man hat keinen Stress. Man hat Ruhe und Gelassenheit. Und es ist schön ruhig. Und, oh, ist einfach voll.
Und ich nehme mittlerweile, glaube ich, 1,5 Stunden auf. Ich werde da versuchen, bis am Stück hochzuladen. Ich weiß nicht, wie groß das wird. Aber ihr werdet euren Spaß haben. Ihr werdet euren Spaß haben. Die Siedler, der Film. Der Titel ist gut. Den nehme ich vielleicht auch. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Viel wichtiger ist, wie sieht's aus? Ihr seid hier gar nicht am Kämpfen. Ach, ihr kommt von da hinten. Ja. Ah, natürlich, ja. Wir sind mittlerweile die... Da ist die Karte ja hier sozusagen unendlich aufgebaut ist. Na, also man kann ja in jede Richtung scrollen. Man sieht dann irgendwann nur immer dasselbe. Kommen natürlich aus der Richtung auch Leute hier rüber gelaufen. Deswegen kann ich auch ganze 4 Stück hier hinsenden. Obwohl eigentlich nur 2 in der Nähe sein dürften. Auch wenn der verlieren wird. Also meiner. Das schafft er nicht. Das hat man schon gesehen, das hier ist einer der Stärkeren. Leider. Aber ich habe Zeit. Meine Burg ist auch fast fertig. Wow. Kann ich ja schon fast überlegen, die nächste irgendwo aufzubauen. Hier, direkt vor seiner Burg, so. Würde sogar gehen. Das wäre aber mies. So richtig mies. So, nochmal ein paar hinterher schicken. Irgendwann gibt er da drinnen schon auf. Boah, hat er jetzt 3 Treffer. 4 Treffer. Wow, Alter, du bist mein Hero. Sauber hast du das gemacht. Sehr schön. Sie haben einen Sieg errungen. Ja, damit ist hier unten Schicht im Schacht. Kriegen keine Nachlieferung mehr. Können nichts erreichen. Und jetzt warten wir nur noch ganz gechillt darauf, dass die Burg fertig wird. Und dann greifen wir der Burg an. Führen wir diese Farce so langsam zu einem Ende. Mein Land habe ich auch fast wieder verbunden. Hier unten hat er sogar nochmal einen Einsamen hinstellen können. Sauhund. Tschüss, Sauhund. Wie viel könnten derzeit angreifen? Einer. Aber ein starker. Aber einer ist zu wenig. Definitiv zu wenig. Oh, meine erste Fischhütte ist gleich fertig. Das finde ich gut. Das ist prickelnd. Können wir hier irgendwo was Großes bauen? Groß, 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 groß. Nee. Ja, da können wir was Großes bauen. Das ist auch gut. Wir brauchen auf jeden Fall das. Und das bedeutet Schilde. Weil so langsam geht der Vorrat dann doch irgendwann mal zu Neige. Und wir fördern ja auch schon. Ziemlich gut. Und dich brauch mal. Ja, das Fördern habe ich ja nicht aus Spaß eingeleitet. Weil wir wollen ja einiges erreichen. Oh, hier unten wird auch schon Granit abgebaut. Das finde ich auch sehr gut. Fleißig. Ihr seid echt fleißig, meine Kleinen. Ihr seid genial. Und deine... Ja, die Hütten hier, die lassen wir ruhig. Die werden eh niemals im Leben wieder gefüllt oder bebaut. Dafür müsstest du mich angreifen. Das würde ich dir nicht zutrauen. Das würde ich dir auch sowieso nicht raten. So, jetzt wird hier die Burg gleich besetzt. Ich denke mal, einer von denen, der da rumläuft, ist dafür schon unterwegs. Oder? Nee, ach nee, da ist noch der Baumensch. Der macht noch die letzten Handschliffe. Da können wir gleich mal so 10... Ja, ich denke mal, so 10 Leute können wir da schon losschicken. Ungefähr. Oh, Metzgerei arbeitet. Man sieht sogar, wie der klein hackt. Seht ihr das Blut spritzen? Ist eigentlich total das brutale Game. Aber verrat's keinem. Ja, also ist schon herbe. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Typen. Der hat auch so ein blaues Hemd auf hier. So, ne? Blaue Mütze. So Naruto-Style mäßig. Hat aber kein Zeichen. Hat er durchgestrichen. Ist von Akatsuki. Also, da wäre ich schon vorsichtig mit dem, ne? Der kann, wenn er will. Und der macht das auch. Der hat da keine Probleme mit. Okay, genug des Blödsinns.
So, noch ein Förster. Ich sehe hier keine Bäume mehr. Es ist schlimm. So, wie sieht's denn aus? Abgeschlossen? Jo, Bau ist abgeschlossen. Dann läuft der Baumeister. Bob der. Und da kommt der erste Soldat, der es besetzen will. Wie sieht's... Ach, immer das falsche Tab. Ja, 37. Da können wir voll machen. Bis oben hin. Das wird gleich schön. Das wird gleich schön werden. Und ich kann jetzt schon mit 7 angreifen. Aber pass mal auf, wenn die Burg voll ist. Dann gehen wir ja mit 20 ran. Oder mehr. 100. Tausende. Wenn die Herr der Ringe Schlacht machen. Da drüben ist Minas Tirith. Nein. Auch wieder total bescheuert. Naja, egal. Ihr kennt's von mir, ne? Wie, ich bin nicht bescheuert genug, so nach dem Motto. Und ich weiß auch nicht, warum ich mich ab und an so ein bisschen verschnupft anhöre. Eigentlich ist die Nase frei. Na, zwischendurch mache ich nur mal so. Aber ich denke mal nicht, dass ihr das mitkriegt. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Aber es ist nur einer. Wir müssen auf die restlichen warten. Laufen da noch welche, oder? Oh ja. Oh ja, da. Oh ja. Oh ja, da laufen noch einige. Ah, da sind aber einige unterwegs hier. Nein, ich möchte ja nichts bauen. Ich wollte noch mal gucken, was ich hier noch so überhaupt machen könnte. Oh ja. Ah, hier. Wald entsteht. Ah, oh, ist das schön. Das ist doch klasse. So, wie sieht's denn aus? Wie ist hier die Besetzung? Einer. Der guckt aber ziemlich grimmig. Aber einer ist zu wenig. Da müssen mehr rein. Go, go. Da kommt Nummer 2. Man muss dabei bedenken, man darf nur immer eine bestimmte Anzahl rausschicken. Und dementsprechend muss man da so ein bisschen gucken und variieren. Ich denke, ich werde da so... Ja, die Standardeinstellung ist, glaube ich, 8 Mann passen rein. Bis auf 2 Mann kann man alle rausschicken. Oder bis auf 3. So müsste die Einstellung gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich bin mir unsicher. Wie sieht's denn aus? 6 Mann könnten wir losschicken. Naja, sind mir zu wenig. Aber... 6 Mann da eins schon schicken. Das ist mies. Weil das wird nochmal richtig wehtun. Einfach richtig knallen. Ne? Da kann der hier gar nichts mehr machen. Schon wieder 30 Minuten um. Wo geht denn die Zeit hin, ey? Ja. Die Siedler der Film. Definitiv Titel. Wenn ich das denn an einem Stück hochgeladen bekomme, das wäre natürlich echt geil. Ich werde das natürlich so ein bisschen vergrößern auch alles. Damit es auch gut in den YouTube-Player passt. Aber das wäre richtig, das wäre nice. Denn, ja doch, wenn ich da so 2-3 Stunden filme, mehr oder weniger. Voll mit Siedler-Action. Und das Spiel hat es einfach verdient, dass man da sogar 6 Stunden hochladen müsste. Und das für nur eine Mission. Und es ist noch nicht langweilig, noch gar nicht. Ich freue mich eigentlich auch schon mehr oder weniger auf die zweite Mission. Na, ich glaube nicht, dass er es schafft, oder? Es ist ein harter Kampf, der ja gefochten wird. Ja. Nee, leider nicht. Ach, wieder einen in den Tod geschickt. Warum mache ich denn das? Jetzt wird aber Starke auf Starken treffen. Jetzt wird's hart. Jetzt kriegt er. Den kriegen wir. Komm. Jo, erster Treffer. Sehr schön. Gut ausgewichen. Ja, so muss das sein. Ah, verdammt, da hast du dich treffen lassen. Ist nicht weiter schlimm. Hau ihn einfach 2-3 Mal eins über die Mütze. Nein! Du hast verloren. Was bist du für eine Nase? Dabei warst du unser stärkster Krieger. Damals, als wir noch jung waren.
Aber es sind hier noch zwei Stück unterwegs, zumindest die ich gerade sehe. Ich glaube, das ist auch noch einer von meinen, oder? Also sind da drei. Und wir könnten jetzt keinen weiteren dahin schicken. Ins Gebäude, Richtung Schloss können wir einen nur schicken. Obwohl hier 2, 4, 6, 6, 7 Mann drin sind. Boah, zählen, ey. Und dabei läuft das hier doch alles. Es läuft einmal frei. Wir haben nirgendwo Engpässe. Wir machen alles, was wir benötigen. Na, die Bäckerei, gut, die ist wahrscheinlich schon überlastet, mehr oder weniger. Ach, dich brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Kommt ja auch noch mit dazu. Oh. Ja, unsere Produktion läuft auch gleich an für Waffen. Die werden nämlich so langsam dann doch knapp. Und hier laufen eigentlich fast nur Soldaten rum. Mehr oder weniger. So, der letzte. Einer muss noch. Einer steht noch bereit zum Kämpfen. Der hat sich das Unglück jetzt alles angesehen und denkt sich auch nur noch so, jetzt reicht's. Jetzt kriegst du aber von mir so richtig. Pass auf. Jetzt geht's los. Na, ein Ehrentreffer und danach kriegt er noch einen Ehrentreffer und jetzt gibt er ihm. Erster Treffer. Noch einer. Oh, nee, wieder einen gekriegt. Schnarchnase. Mann. Nächstes Mal bezahle ich auf jeden Fall bessere Leute. So, an der Stelle war Gold gewesen. Das habe ich noch in Erinnerung. Die werden wir auch von... Ja, wunderbar. Zwei Seiten aus verbinden. Wobei, da muss ich eben gerade mal gucken. Machen wir mal aus. Hier unten kann ein großes Gebäude hin, das finde ich praktisch, denn ich brauche dann eine Goldschmiede, die das gebaute Gold auch umsetzt. Hey, zurück. Zurück, habe ich gesagt. Und noch einen zurück, bitte. Sitzt dann da links. Jop. So, gut miteinander verbunden. Hier schicken wir nochmal drei Leute hin. Das gefällt mir nicht, dass er hier noch was stehen hat. Das wird jetzt auch erstmal so ein bisschen weggerissen. So nach und nach. Langsam. Wenn ich hier oben schon keinen Sieg holen kann, muss ich mir einen an anderen Stelle besorgen. Weil ich aber keinen auf das Hauptgebäude schicken kann, das wundert mich so ein bisschen. Könnte ich denn hier welche schicken? Nö. Müsste erst wieder die vordersten Gebäude vernünftig besetzt werden, damit ich das kann. Weil die sollen ja trotz alledem weiterhin gut bewacht sein. Ne? Nicht, dass der ja auf die Idee kommt, so, jetzt gibt's aber hier zurück. Oh, direkt unser stärkster Kämpfer, Herkules, ist schon da. Aber leider ist sein Bruder als Gegner auserfochten, auserkoren worden. Liefern sich aber auch ein hartes Duell. Steht unentschieden und trotzdem verliert uns. Oh Mann! Ich bringe hier aber auch heute tausende von Soldaten um. Das ist unglaublich. Aber Herkules Junior ist schon auf dem Weg. Während Jeff Senior eben gerade am Kämpfen ist. Könnte ein Römer sein, so wie der aussieht. Besonders dann, wenn sie so klein werden. Und so Obelix einmal bang. Damit wieder Feierabend ist. Ja, Fischer die Fischen. Die freuen sich ihres Lebens. Können das tun, was ihnen am meisten Spaß macht. Fischen. Wir können eigentlich nur eine dritte Fischerhütte bauen. Ich meine, wir haben genug Angeln. Ich glaube, 6 Stück sind's. So, wie sieht's aus hier mit den Kämpfen? Verlieren wir. Sag ich doch. Unglaublich. Unglaublich, ey, dass die sich immer noch wehren, ne? Dass die das noch wagen. 6 Leute könnten wir aufs Hauptgebäude schicken. Ah, bin ich mir noch unsicher. Wir warten noch mal ein bisschen. Wir gucken noch mal. Oh, der ist noch nicht besetzt. Ich denke mal, es wird gleich besetzt. Ich sehe gerade, hier zwischen können wir noch einen schönen Weg ziehen.
Na, alles in Parzellen. Sieht gut aus. Hier zwischen können wir auch noch einen Weg ziehen. Einfach damit die Verteilung ein bisschen besser ist. Ja, mittlerweile hier der Wald, der wird wieder aufgebaut. Das ist sehr, sehr schön. Das passt. Das passt wunderbar. Guckt euch doch, boah, wie viele Säcke hier sind, ey. Die produzieren wie die Bekämmerten. Habe ich das Gefühl. Ja gut, sind ja auch drei Getreidefarmen, aber trotzdem, man kann es auch übertreiben, ey. Leute. Da übertreibt man nicht hier. Wie sieht's hier unten aus? Besetzt und auch besetzt. Ja, wir haben eigentlich genug Leute überall zur Verfügung. Würde ich sagen. Sechs Mann, los. Ich möchte jetzt diese Waschstube da haben. Ich möchte einfach wieder einen Sieg davon tragen. Na hier, boah, wie sie ausschwärmen. Jeder sucht sich seinen eigenen Weg, anstatt die Platoons zusammenlaufen. Nö, 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 nö. Ist ja viel zu einfach. Und man sieht es auch schon, hier sammelt sich's, da sammelt sich's. Das wurde dann halt eben im zweiten Teil behoben. Mit den Lagern. Aber ich meine, das wäre im ersten Teil auch schon irgendwie gewesen. Vielleicht durch einen Patch oder so, den ich ihm gerade nicht drauf habe. Ich habe das Spiel nur so und direkt losgelegt, deswegen. Na, ich bin ja gespannt. Ich meine, ich habe einige stinkende Nerds bei mir mit dabei in der Community. Sorry, musste sein. Ne, die werden mir das dann schon, denke ich mal, sagen. Tut mir leid, es ist... Ich pack das immer noch nicht, dass RTL so einen Scheiß gemacht hat. Ist egal, das gehört hier nicht hin. Das hier ist ein Spiel. Da reden wir über das Spiel. Das Spiel ist toll. Und schon haben wir alles über das Spiel gesagt, was es zu sagen gibt. Mehr oder weniger. Nee, hier zwischen könnte ich keinen Weg anders aufbauen, der sinniger wäre. Warum ist denn hier unten so viel Stein? Wo willst du nur damit hin? Hauptsache, du hast eine Beschäftigung, ne? Du bist bestimmt auch so ein Arbeitsloser, wie ich eben gerade. Der eine Beschäftigung braucht. Oh, eine Meldung. Sie haben einen Sieg errungen. Hooray! Dann binden wir das doch an. Wie alles hier einfach so nach und nach verbrennt. Ich habe jetzt so unendlich viel Platz eigentlich zur Verfügung, dass ich gar nicht weiß, was ich denn mir anstellen soll. Deswegen sind wir einfach mies und holen uns das nächste Gebäude. Das hier unten können wir uns eigentlich auch noch schnappen, oder? Ah, schicken wir mal zwei Stück hin. Die Produktionen laufen jetzt so langsam eh an. Also ich denke mal, es wird jetzt auch schon nachproduziert. Mal gucken. Ja, wir sind auf 19 Schwerter. Wie sieht's denn aus? Schwertertechnisch? Nee, das ist was anderes. Ja, das hier ist so die Übersicht. Wir haben eben allen, sind wir eigentlich immer von vornherein besser gewesen. Wir haben mittlerweile 70% der Karte. Wir haben 70%. Moment, wir haben 70% der Karte. Wir haben 90% an Kämpfern, beziehungsweise an Militärmacht, am Bereich. Wir haben 70% der Gebäude, die überall hier stehen, und das innerhalb der ersten halben Stunde. So nach 2 Stunden sieht es genauso aus. Ich denke mal nach 10 Stunden, ja, ne? Nach 10 Stunden kann man da noch nichts sagen. Und hier sehen wir zum Beispiel, Schwerter werden gerade noch nicht hingestellt, Schilde auch noch nicht. Interessant. Warum nicht? Weil dir die Materialien fehlen. Ich kann da auch schon erklären, warum. Weil das da Sammelabladestelle ist. Ne, bis da das erste Eisenbahn gekommen ist, da dauert. Ist vielleicht auch schlecht gewählt, das hätte ich lieber hier hinbauen sollen. Aber ich glaube, hier hinten ist kein Platz, oder? Nee, nicht für ein großes Gebäude, es wäre erst hier unten. Ja, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. An der Stelle packen wir dich hin. Und an der Stelle... Oh, wir haben wieder einen Sieg, denke ich mal. Packen wir dich hin. So, gucken wir mal nach. Sie haben einen Sieg errungen. Ja, wir haben auch genug dahin geschickt dafür.
So, bauen wir uns doch einen schönen Weg. So, dann bauen wir uns jetzt einen schönen Weg. Weil er gerade die Pfanne nicht setzen wollte. So. Ne, damit wird es hier so langsam mau. So langsam knapp für ihn. Ach, hinten ist auch nochmal Gold. Oh, überall hat er Gold, ey. Sie kann es nicht nutzen, die Trussnelder. Weil ich jetzt schon mal meine neuen Krieger losschicke. Die neuen Furchtlosen. Die furchtlosen neuen. Die Awesome Group. Ne, die besteht aus mehr. Zui hat mehr Freunde als neun. Man will es ja kaum glauben. Aber es ist so. Das war fies. Aber es war gut. Aber mittlerweile... Ne. Aber er arbeitet. Das ist gut. Er hat schon Kohle bekommen. So, dann wollen wir mal gucken, wie der Hauptangriff läuft. Der erste ist gleich schon da. Der zweite steht schon direkt bereit. Oh, der ist sogar so nett und wartet, bis der normale Siedler reingelaufen ist. Weil er möchte ja nicht gegen normale Siedler kämpfen, sondern er möchte ja hier gegen starken Gegner kämpfen. Und er verliert. Dann kriege ich jetzt noch einen auf den Deckel, genau jetzt. Und nochmal einen und damit ist es vorbei. Ja. Aber ist nicht weiter schlimm. Wir haben ja mehr als genug hingeschickt. Aber aus den glücklichen neun wurden traurige acht. Acht kleine Jägermeister wollten gerne erben. Damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Was? Ich weiß nicht. Das Lied ist so lang. Und ist auch schon so lange her. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und den ersten haben wir schon mal besiegt. Aus dem Castle. Aber leider. Boah, der ist. Wow, der hat schon zwei erledigt. Aber ich glaube, der ist gleich fertig mit der Welt. Ich kann es aber auch nachvollziehen. Eigentlich würde ich ihm jetzt am liebsten zurückziehen. Würde sagen, hast du gut gemacht. Leg dir erstmal hin. Ruh dich aus. Morgen geht's weiter für dich. Aber es geht leider nicht. Das ist vom Spiel her nicht gegeben. Aber wir können schon mal die nächsten drei losschicken. Damit die glücklichen sechs wieder zu den glücklichen neun werden. Sie sich wieder vereinen. Naja, der hat heute keinen guten Tag gehabt. Was sagt denn jetzt unsere Schwertproduktion? Schwerter immer noch nicht, Schilder auch noch nicht. Finde ich nicht gut. Wobei doch, das erste Schwert liegt, da hat er glaube ich hier schon in der... Ne, das ist vom... Oh, da ist so voll, ey, da kannst du nichts zwischen erkennen. Vielleicht haben wir sogar schon eins produziert, aber ist noch nicht eingelagert worden. Sehr schön, gut hast du es gemacht. Räche den Tod deiner Vorleute, Vormann. Vorgänger. Hört sich vielleicht sogar am besten an, von den ganzen Begriffen, die ich gewählt hatte. Na. Ja. Jupp, direkt nochmal einen losschicken. Immer mehr, gar nicht aufhören. Unaufhaltsam. Irgendwann wird er mürbe, irgendwann kann er nicht mehr. Die starken Kämpfer sind doch schon vorbei. Also er hat keine starken mehr, sondern nur schwache. Ich bereite auch schon mal die Siegesfackel vor, die eine Zigarette sein wird. Denn ich denke, allzu lange dauert das Ganze hier nicht mehr. Ansonsten baue ich gleich Katapulte, auch wenn das im ersten Teil gar nicht ging. Im zweiten glaube ich auch nicht, erst im dritten oder vierten oder so. Irgendwann gab es glaube ich auch Katapulte. So, hör auf, dich mit Händen und Füßen zu wehren. Wir können dir unentwegt Leute schicken. Das ist kein Problem für uns. Na, auch wenn es zum Teil nicht jetzt die stärksten Leute sind, aber Leute sind Leute und die gibt's nur heute.
Wobei, dieser eine Kämpfer, ne? Der hat jetzt, glaube ich, schon 3 Stück besiegt von mir. Also so langsam reicht's ja aber. Ja, ich glaube, der ist jetzt verdammt sauer, meiner. Und wird er die jetzt rächen. Aber auf die übelste Art und Weise. Boah, Nachrichten. Sie wollten an dieses... Nein, wollte ich nicht. Wie er mich verarscht. Ich will nicht an diese Stelle gerufen werden. Was soll ich mit dieser Stelle? Ach, leck mich doch. Ich will nicht an diese Stelle gerufen werden. Ich sehe mir hier, das Castle eingenommen wird. Na gut, das war der letzte Ruf gewesen. Da ist er! Ja, sehr schön. Gut, hast du ihn besiegt. Ah, aber es sind noch mehr drin. Leider kann man am Schloss nicht erkennen, wie viele die noch zur Verfügung hat. Zumindest wäre es mir nicht bekannt. Aber 3 Leute, um einen Krieger zu besiegen, das ist eben gerade kein guter Schnitt, den wir machen. Ganz und gar nicht. Und wir haben immer noch keine Schwerter hergestellt. Und wir haben nur noch 8. So langsam wird es knapp hier. Ja, die Goldmine ist auch noch nicht angelaufen. Ah, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ja, und hier ist Party. Ja, hier wird transportiert bis zum Umfall. Die armen Siedler. Wir wissen gar nicht mehr, wie sie zu der glücklichen Aufgabe kamen. Komm, noch einmal treffen. Nicht uns. Ihn. Also nicht treffen lassen, sondern ihn treffen. Der Vorteil ist aber, bedingt dadurch, dass wir hier ja unablässig angreifen, dass die Waren nicht mehr transportiert werden aus dem Hauptgebäude. Und das ist ziemlich mies. In den Schlag ausweichen. Oh, Menno. Kommt schon, meine Kleinen. Das schafft ihr doch. Jupp. Das ist die richtige Einstellung. Der wird's reißen. Den ich jetzt zuletzt losgeschickt habe. Der erst übermorgen da sein wird. Komm. Oh, du musstest doch nur noch einmal ausweichen und treffen. 3 bis 4 Treffer, 4 bis 5 zum Teil sogar. Boah, das waren 3 Treffer hintereinander, oder? Oder 4? Wow, boah, der hat zugeschlagen. Der war richtig gut drauf. Oder ist es immer noch... Der hat einfach mal so getroffen ohne Ende. Da, schon wieder 2 Treffer. Oh, jetzt kassiert er ihm gerade einen. Aber der teilt er auch direkt wieder aus und erledigt einfach den nächsten. Hat er gar kein Problem mit. Ja, er ruft einfach nur noch, schickt den nächsten raus. Oh, den trifft er aber gerade gar nicht so gut. Ja, vielleicht doch ein bisschen erschöpft. Hätte sich vielleicht doch ausruhen sollen. Na, ärgerlich. Aber mit einem Krieger 2 erledigt, ist gut. Das ist ein genialer Schnitt. Was will man mehr? Ja? Ich sag nur, man will natürlich mehr, indem man die nächsten 8 losschickt. Und das ist alles ungeschnitten und unzensiert. Also, das Blut, was hier fließt, ne, das ist schon richtig herb. Ja? Also, liebe Kinder, schaltet lieber jetzt weg, weil die Kämpfe hier werden noch schlimmer. Na, da werden noch viel, viel mehr klein gehauen von Obelix. Egal. Der war auch nicht gut drauf. Ich glaube, ich muss irgendwo mal aufbauen, dass sie so ein bisschen besser angreifen können. Was ist mit dem Gebäude? Ja, schicken wir mal einen hin. Vielleicht nehmen wir es ja ein. Der hat schon so lange nichts mehr von den anderen gehört. Der ist bestimmt schon fertig mit... Oh, wie viel Holz, ey. Wie viel Holz. Ist ja unglaublich. Machen wir noch einen Zusatzweg auf, damit das Holz nicht mal wegtransportiert wird. Ja, das ganze Mehl, ist ja noch kein Mehl. Doch, ist alles Mehl, das sind Mehlsäcke. Und die sind hier zum Glück schon
zum Großteil weg. Wir sind jetzt schon mal auf zwei anderen Posten verteilt. Na, hier oben geht's auch so langsam voran, das ist gut, das ist sehr gut. Wir haben auch schon immer noch nichts davon produziert, von dem, was ich produzieren wollte. Ich glaube, ich muss auch einstellen, was sie produzieren sollen, vorrangig, oder? Boah, ich weiß aber nicht mehr, wie das hier war. Im zweiten Teil wüsste ich es jetzt direkt. Aber hier ist eben gerade so... Das müsste auch irgendwo hier drin, oder? Ne, das ist einfach nur zum Gucken, wie die Produktion läuft. Die Kohle läuft auf vollen Touren, Granit läuft auf drei Viertel. Ja. Ne? So, Schweineproduktion und sowas steht eigentlich still. Aus der einfachen Begründung, dass das Mehl da oben nicht ankommt. Beziehungsweise das ganze Zeug. Geangelt wird eigentlich gut. Und deswegen, die Verteilung läuft dafür eigentlich ziemlich gut. Und die Produktion als solches besagt, ja, Gold haben wir noch nicht, sind wir eben gerade dabei am Aufbauen. Eisen wird schon hergestellt. Kohle wird leider an denen noch nicht geliefert. Wir brauchen noch eine zweite Kohlemine. Das ist der Fehler. Ich glaube hier, ja, da hinten. Nehmen wir die direkt. Ich meine, die bietet sich ja eben gerade auch an. Und zur Vorsicht baue ich hier auch noch mal eine hin. Ich weiß jetzt nicht, ob da Kohle war. Aber ich denke mal schon. Ich meine, ich hätte da Kohle gesehen. Und deswegen bauen wir hier auch gerade nicht so wirklich. Wir bauen zwar Eisenbahnen, aber die werden... Ja, hier, Eisenbahn. Na, aber der Schmied, der kommt langsam hinterher. Jetzt kriege ich die ersten Barren endlich geliefert. Um die umzubauen in was Vernünftiges. Hier sehen wir die Bevölkerungssicht, hier sehen wir, was wir alles gebaut haben. Ich glaube, man kann nirgendwo einstellen, was, wo, wie gebaut werden soll. Schade. Schade. Wie laufen die Kämpfe? Boah, ja. Schicken wir den nächsten neuen. Spätestens, wenn der erste Goldkrieger dann da ist. Dann geht's los. Ja, die Goldschmiede braucht natürlich auch Kohle. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn ich hier oben noch mehr Kohle abbaue. Das hier unten hat nicht gefruchtet, das war aber auch nicht weiter schlimm oder ist auch nicht weiter schlimm. Hier versucht er noch was aufzubauen, aber ohne dass da ein Weg nach oben ist, wird das nichts, ne, Kollege? Ärgerlich. So, nochmal. Oh ja, noch einmal einen. Dann haben wir irgendwie, glaube ich, 50 Stück mittlerweile hingeschickt. So, jetzt müsste aber da hier stehen, dass wir irgendwann mal hergestellt haben. Oder haben wir irgendwas anderes hergestellt? Ja, ja, also Barren stellen wir... nee, hier. Da haben wir schon... Wow, unglaublich viel hergestellt von. Ich glaube, der Schmied ist aber gerade dabei, das zu verarbeiten. Hoffe ich. Ich hoffe auch, dass er keine Werkzeuge macht, weil Werkzeuge brauchen wir eben gerade nicht. Wir brauchen Waffen und davon nicht wenige. Ich hoffe, das ist ihm klar. Wir sind in dem Krieg. Ich glaube, ich habe noch eine Idee, was ich noch mache. Ist an der Stelle machen wir noch mal eine Getreidefarm, wo ja hier in der Nähe keine Mühle ist, damit das Zeug vielleicht nicht verarbeitet wird und direkt an die Schweinehändler gegeben wird. Ja, das hätte mir vielleicht auch mal eher einfallen können. Na egal. Besser zu spät als nie. Boah, wie viele Leute mittlerweile von meinen da sind. Das sind ja mehr als der, der rumstehen hat. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Also dann könnte ich auch aufgeben. Aber ich könnte mal wieder zur Not nochmal zwischenspeichern. Er hängt immer so ein klitzeklein bisschen nach dem Speichern. Aber ist ja nicht weiter problematisch. Nur finde ich das irgendwie gerade doof, dass dieser dumme Baum da im Weg ist. Ich sehe ja gar nicht, wie gekämpft wird, vernünftig. Aber ich weiß, dass unserer gewonnen hat. So. Das war's! Sie haben einen Sieg errungen.
Damit gehört dieses Schloss niemand mehr. Damit können wir jetzt losgehen und die restlichen Hütten abreißen oder angreifen. Die restlichen Wachhütten. Das sind zwei Stück. Drei, vier Stück sind es noch. Und das werde ich jetzt auch nach und nach veranlassen. Und dann haben wir es geschafft. Die Leute, die kehren jetzt wieder befriedigt zurück. Wow, wir haben gewonnen. Unglaublich, haben wir gar nicht mehr mit gerechnet, so nach dem Motto. Ne, tut mir leid für euch, aber ihr könnt überlaufen. Ihr habt alle einen Platz bei mir, solange wie ihr euch benehmt. Ne, ansonsten wäre ich böse. Oh, ich glaube, da liegen so jetzt erst noch... Ja, also jetzt hat er hier mal Schilde und Schwerter produziert. Hat ja auch lang genug gedauert, ne? Also auch nicht weiter schlimm. Kann passieren. Dafür brennt das Schloss. Es wird einfach niedergebrannt. Der Rest ist jetzt eigentlich Kinderkacke. Moral dürfte eigentlich im Keller sein, rein theoretisch. Weil Hauptgebäude ist weg. Trotz alledem schnetzelt der mich noch nieder. Ich pack's ja nicht. So, hier können wir keinen gerade hinschicken. Die sind auch alle gerade wieder am Zurücklaufen in ihre Wachhütten und Burgen. So, und so lange kann ich die natürlich jetzt wegen keinen neuen Befehl geben. Ja, der steht hier auch schon bereit und will kämpfen. Aber immer diese Nettigkeiten von mir, ne? Ich warte auch wirklich so lange, bis er auch gesagt hat, ist okay, ne? Du hast erstmal deine Lieferung, deine Holzlieferung oder was auch immer du da lieferst, weggebracht und dann erst greife ich an, okay? Dann blockiere ich dir erst den Weg. Und dann lasse ich mich trotz alledem noch besiegen. Warum? Weil ich's kann. Klingt doch logisch. Deswegen werden wir hier auch schon mal die nächsten vier Stück hinsenden. Oh, ich werde das Video sogar noch ein bisschen anders nennen. Mir ist eben gerade noch eine weitere Erweiterung des coolen Namens eingefallen. Ah, ihr werdet euch freuen. Bin ja echt mal gespannt, was da für Kommentare kommen. Hier oben hat er doch keine Hütte, oder? Nee. Ja, und ist das Schloss einmal weg, kann es nicht neu aufgebaut werden. Ja, der kann jetzt zwar versuchen, hier noch so ein bisschen zu überleben, aber das macht er nicht lange mit. Weil ich natürlich alles nachproduziere und das die ganze Zeit so viel wie ich kann. Deswegen habe ich einfach den Vorteil bei mir auf der Seite, den ich natürlich gnadenlos ausschöpfe. Wie sieht's mit der Hütte hier unten aus? Kann ich hier auch angreifen? Ja, drei Leute. Los geht's. Jupp. Wie sieht's hier aus? Wie viele können hier angreifen? Im gerade keiner. Ja, wären auch drei Leute gewesen wahrscheinlich. Gold kommt jetzt gleich dann auch noch mit dazu. Spätestens dann, wenn Gold mit dazu gekommen wäre, hätte ich hier eh gewonnen. Ne, weil ein Goldkrieger, der haut mächtig zu. Besonders dann, wenn er einen guten Tag hat. Ja, aber sie werden sich trotz alledem, sie denken, sie haben nur eine Hoffnung. Schicken wir nochmal zwei Stück hin. Das geht ja hier so nicht. Das lasse ich ja nicht über mich hier gehen hier. Der Weg hier ist verdammt lang. Den sollten wir vielleicht mal unterteilen, so von der Logik her. Wobei die Flagge war vielleicht dumm. Die setzen wir eher hier hin. Ne, weil dann hat nur einer hier das mit dem Berg so schwer darüber zu laufen und dann der andere hat nur so einen kleinen Berg. Denk mal, das ist schon sinnvoller. Sie haben einen Sieg errungen. Sie sind der Gewinner dieses Spiels. Zumindest dieses Levels. Gratulation, Ihre Feinde sind chancenlos. Sie haben diese Mission gewonnen. Neues Passwort. Station. Tja. Damit haben wir den ersten von 30 Leuten
die in unserem Gefängnis gelandet sind. In unserem Keller. Ja, ich möchte dieses Spiel beenden. Ich möchte nicht mehr weiter speichern. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Die Siedler Uncut, The Movie, Director's Cut Version. Oder irgendwie so wird das Ding heißen. Ich bin euer Hell und 986. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.